ist jetzt bei dir denn der Punkt gekommen, wo du sagst so, okay, ich fahre jetzt nicht mehr professionell? Für die 20 Rennen habe ich jetzt, keine Ahnung, pro Rennen 100 Euro rausbekommen oder sowas, ja. Das ist nichts, was den Aufwand rechtfertigen würde. Ja. Also habe ich da auch schon öfter überlegt, ob ich das mit dem professionellen Simracing lasse. Simracing ist am Ende doch irgendwie schon so ein Winner takes all. Oh, wenn ich das sehe, blutet mir das Herz, Junge. Rechte Streitereien und in wessen Tasche wird gearbeitet. Und da müssen sie, glaube ich, den Motorsport, der muss da innovieren, damit er relevant bleibt für Zuschauer. Hi, moin und hallo, Freunde der Sonne. Wir haben heute mal wieder einen wunderschönen Gast hier bei uns, und zwar den wundervollen Nils. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wen können wir denn nach Niklas Huben einladen? Das ist ja schwer, noch, wie soll ich sagen, nochmal ein Feuerwerk zu zünden. Und da bin ich im Urlaub auf die Idee gekommen, Mensch, Nils, die alte Rakete, das ist ja auch so ein Mensch, der hat ja richtig was drauf, der kann schnell fahren, der kennt sich überall aus. Tada! Und hier ist er für euch. Nils Naujux. Hallo. Mahlzeit. Es ist so schön, dass du wenn du mit Menschen sprichst, die keine Content Creator sind, es ist alles immer kurz, außer du stellst eine Frage. Nils, vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor für die Menschen, die dich eventuell noch nicht kennen. Ja, also muss ich mal erstmal ein Stück zurückrudern und gar nicht mich hier selber so feiern, Feuerwerk und so, sondern ich mache Simracing seit Anfang 2000 ungefähr. Also ich gehe auf die, weiß nicht, was ist das, Silber, 25 Jahre zu. bin immer vor allem kompetitiv gefahren, viel. Und zwischendurch gab es mal eine längere Pause mit Studium und so. Und ich glaube, so 2018 bin ich ungefähr wieder zurück ins Simracing gekommen, weil ein Freund von mir bei G2 und mit dem aufkommenden F1 eSports plötzlich für Red Bull Racing ein Team gemanagt hat. Und da er andere Aufgaben noch hatte, hat er mich spontan gefragt, sag mal, willst du das vielleicht machen? Und plötzlich war ich irgendwie voll drinne im Simracing und gar nicht so sehr als Fahrer, sondern als Manager an der Stelle. Und dann kam irgendwie ACC raus, da habe ich zum Spaß dann auch wieder angefangen zu fahren und dann war ich natürlich nicht langsam. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch sofort wieder ehrgeizig wurde. Was dazu geführt hat, dass da sehr viel Zeit reingeflossen ist. Ich glaube, ich stehe bei 5.500 Stunden in ACC. Was, also auf die 6 Jahre gerechnet, sagen wir mal grob 1.000 Stunden im Jahr oder auch 3 Stunden jeden Tag. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Zeit das tatsächlich frisst. Aber ich habe es gerne gemacht und konnte dann in der Zeit in ACC, glaube ich, auch recht erfolgreich fahren. Von der Managementrolle bin ich mittlerweile wieder weg an der Stelle. Also habe ich andere Sachen ergeben, eigene Plattform gegründet mit Popometer.io zum Beispiel, mache viele Coachings, bin auch noch in einer Agentur tätig, wo wir BMW in Sachen E-Sports betreuen. Und wir sprachen schon im Vorgespräch darüber, dass ich viel zu viele Hüte aufhabe, so viel, dass ich jetzt wieder einige vergessen habe. Also du bist schon sehr verwurzelt, könnte man sagen, im Simracing, ja? Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das so, ich habe mir das gar nicht ausgesucht, würde ich sagen, sondern das hat sich so eins zum anderen ergeben. Ja. Ich war eigentlich im Studium, ich war auf einem ganz anderen Pfad und plötzlich geht diese Simracing-Tür wieder so auf und es zieht mich auch noch einer rein, quasi, ja. Musste nicht mal klopfen. Und das hat so seinen eigenen Weg ein bisschen genommen, den ich nie so richtig kontrolliert habe, aber sagen wir mal seit vielleicht 2 Jahren oder so versuche ich da selber wieder so ein bisschen meinen Pfad zu schlagen, was sehr wichtig ist, einfach um so ein Kontrollgefühl über sein Leben zu haben, weil Simracing ist sehr übergriffig. Das sagst du sehr schön, ja. Also mit der Möglichkeit, sich jederzeit da reinzusetzen, ist das sehr übergriffig, ja. Ja, es ist nicht nur die Möglichkeit, sondern Simracing verlangt das auch von einem. Gerade wenn man noch so kompetitiv fährt. Niklas wird es wahrscheinlich auch erzählt haben. Ja. Im Grunde fahre ich mit meinem Alter, ich bin jetzt 37, ich fahre dagegen gegen Jugendliche, ja, mit 17, 18, vielleicht Anfang 20 oder so, die ganz andere Zeitkontingente haben, ganz andere finanzielle Situationen haben, einfach weil die Ausgabenseite viel kleiner ist und sich entsprechend so ein bisschen entspannen können. Das ist bei mir nicht möglich und die können entsprechend viel Zeit irgendwie da reinstecken in ihre Performance-Seite, ohne darauf angewiesen zu sein, das Geld damit zu verdienen. Und das ist ja bei mir irgendwie heikler. Erst muss das Geld stimmen, dann kann ich üben
Und ja, möchte natürlich trotzdem noch vorne mitfahren. Und jetzt hatte ich das Glück, letzte Saison in der Pro Series, dass irgendwie alles zusammengepasst hat. Ich konnte das Ding gewinnen. Und das hat mich sehr viel Zeit und Energie einfach tatsächlich gekostet. Darum habe ich jetzt erstmal eine Saisonpause gemacht. Ja, habe ich mich übrigens sehr gefreut über den Sieg. Also ich glaube, ich habe mich so viel gefreut wie du, als ich das gelesen habe. Das war wirklich schön. Ich würde gerne nochmal einmal ganz kurz zurückspulen. Was hast du denn studiert? Ich habe Wirtschaftskommunikation im Bachelor. Kommunikation und Business, so die Mischung daraus quasi. Davor habe ich so noch 2 Semester Fahrzeugtechnik gemacht. Also es ging eigentlich auch da schon Richtung Autos. Das war so der natürliche Pfad am Anfang. Ich habe es da aber ehrlich gesagt nicht ausgehalten. Es war sehr männergeprägt, dieses Umfeld. Ja, das konnte ich nicht auf Dauer mitgehen. Es war auch von den Themen irgendwie einfach zu einengt. Warte mal kurz, du lehnst den Studiengang ab, weil der männergeprägt ist? Zu männergeprägt, ja. Was bedeutet das jetzt? Die Auswahl an potenziellen Abschnittsgefährten war jetzt nicht gegeben, oder wie? Auswahl war eingeschränkt. nein, das war einfach, insgesamt war es mit thematisch einfach zu eng. Also du hast im Studium dich mit Autos befasst, du hast dich in den Gesprächen neben des Studiums mit Auto befasst und auch, ich fand auch oft nicht auf einem Niveau, das interessant war, sondern es ging einfach nur um, derjenige hat den und den Auspuff angebaut und die Felgen und das war mir alles zu plump. Okay. Das ist das Wort. Ja? Ja. Das war mir zu plump. Und ich da am Ende einfach in dem Umfeld nicht wohlgefühlt. Ja, es ging gar nicht mehr so, dass mich das Studium nicht interessiert hätte, sondern ich hatte keinen Spaß, das sozusagen mit den Leuten oder mit der Menge an Leuten so zu machen. Und dann habe ich erstmal da ja quasi radikal die Richtung geändert und habe dann nach dem Bachelor, glaube ich, erstmal nochmal eine gute Pause eingelegt, ganz andere Sachen gemacht und dann irgendwann noch einen Master gefunden, European Studies. Das ist dann eine Mischung aus Politik, Recht, Wirtschaft und Soziologie oder sowas, ja. Kulturwissenschaften. Also, der habe ich allerdings nie abgeschlossen. Ich war eigentlich fertig, alle Kurse durch, gute Noten, aber ich habe die Masterarbeit einfach nicht gemacht, weil dieses Simracing so kam. Und dann irgendwann, das hing so da noch, habe ich entschieden, pass auf, entweder du machst das jetzt oder du lässt es bleiben. Und das Einkommen im Simracing war dann einfach schon gut. Und ich habe mir überlegt, was ich jetzt nach dem Studium auf der Schiene hätte machen müssen. Und das konnte da quasi nicht mithalten. Und da habe ich gesagt, das ist auch Quatsch, diesen Master jetzt um des Masters Willens zu machen. Und dann wieder in Praktika anzufangen oder so. Ja, das war nicht denkbar. Ja. Einfach. Dadurch hatte ich mich sozusagen finanziell schon zu viel entwickelt und hätte wieder rückwärts gehen müssen. Und das war keine Option. Ja. Und so bin ich jetzt beim Simracing geblieben. Was ja auch ehrlich gesagt nicht schlecht ist. Also, du scheinst ja glücklich zu sein, außer dass du auf vielen Hochzeiten tanzt. Genau, es ist noch ein bisschen chaotisch, denke ich. Muss ich noch irgendwie weiter sortieren und konsolidieren. Aber auch mit deinen Ratschlägen, denke ich, komme ich dahin. Also ich hab's, wir haben halt vorher schon mal drüber gesprochen. Es dauert bei allen ziemlich lange, bis die sich sortieren. Also, weil es ist halt viel so. Du bist halt den ganzen Tag beschäftigt und du hast gar keine Zeit zu atmen und dem muss das einer von außen sagen, weil man verläuft sich selber da drin. Aber das ist ja auch gar nicht wild. Guck mal, du bist 37 jetzt. Da ist noch. Ja, das ist vielleicht eine komfortable Position, gerade wählen zu können. Vielleicht in welche Richtung ich gehe, aber ja, entschieden ist das noch nicht. Ich müsste noch mal ein paar so Überzeugungsmomente irgendwie haben, ja. Wenn wir jetzt sagen, es geht in die Content-Creator-Schiene oder so, dann müsste ich mal den Beweis antreten, ja, dass ich mal irgendwie schaffe, einen Monat einzuschieben, wo ich da viel mache. Ja. Und dann gleich die Resonanz sehe, dass das funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Um das Risiko. Um das Risiko quasi da, ja. Die Bereitschaft irgendwie, ja. Das kannst du vergessen. Davon kannst du dich übrigens verabschieden. Das wird definitiv nie der Fall sein. So, also ihr habt es gehört, kein Content Creator. Ich meine, klar, so Content Creator kannst du immer machen. Und also was heißt immer machen, wenn du da Bock drauf hast, ne? Und das ist so ein Traum für dich und dein Hobby. Das ist ja wie mit Simracing. Guck mal, ich meine, als du angefangen hast, wirst du ja wahrscheinlich auch deine 10 Stunden am Tag gefahren sein. Mehr. So. Naja, eben. Ne? Aber du machst es halt, weil du Bock drauf hast. So. Dir war es am Ende, war es dann auch Schnuppe, was das Ergebnis war davon. Klar, wie gesagt, ne? Damals mit, keine Ahnung, 17, 18 oder so hatte ich da angefangen. Da war es natürlich alles nicht profitorientiert sozusagen, sondern da ging es um den Spaß, dann ging es um den Ehrgeiz.
und um den Erfolg, unabhängig davon, was der sonst so einbringt. Aber wo du 17, 18 sagst gerade, mit was hast du denn angefangen? Also was war denn deine erste Sim oder Rennspiel? Ja, also Rennspiel hatte ich immer irgendwie schon mit zu tun. Ich glaube, ich war 8 oder so, da hatte ich ein Lenkrad. Wow. Ich denke immer noch, mein Vater hat sich das selber gekauft und mir geschenkt. Ja. Also ich habe ihn auch immer mal im Keller erwischt, wie er irgendwas gespielt hat. Aber ja, mit 8 hatte ich sozusagen den Controller hinter mir gelassen. Und bin auf Lenkrad und Pedale quasi umgestiegen, außer für Gran Turismo oder so an der Playstation, die ich selber nie hatte, nur Freunde von mir hatten. Ja, was war das, 1994 dann oder so, was hat man da gespielt? IndyCar Racing 1, IndyCar Racing 2, Grand Prix 2, ich weiß gar nicht, ob das schon draußen war. Ja. Und mich da erstmal so durchgehangelt und das erste Mal, glaube ich, wo aus dem Rumdaddeln quasi, wo das irgendwie eine Veränderung gab, wo das ernst, weiß ich nicht. Aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Moment, das ist jetzt anders. Und das war halt Live for Speed. Ja. Damals. Das war Version 0.1, 0.2, keine Ahnung, das war super früh. Da war das Spiel echt noch neu. Und das kam irgendwie in einem Grand Prix 4 Forum, hat da einer einen Link gepostet oder so. Ich habe das runtergeladen, mich reingesetzt, bin gefahren und gedacht, hä? Was habe ich denn bisher gemacht? Das ist ja alles überhaupt nicht vergleichbar gewesen. Ja. Das war das erste Mal, dass ich sofort gemerkt habe, hier ist alles anders. Ja, das Auto verhält sich anders in allen Situationen. Und das hat mich so ergriffen an der Stelle, das hat mich so gepackt, das Spiel, dass ich da voll eingestiegen bin. Und da hatte ich ja quasi die Freiheit, das so zu tun. Ja. Weil ich musste nichts. Und dann habe ich da nichts anderes gemacht, als immer von den schnellen Leuten mir die Hotlaps runterzuladen, anzugucken. Ich glaube, die eine habe ich jetzt noch, ich habe jetzt noch im Kopf, wie das aussieht vor mir, ja. Die Ansicht war immer zwischen den Reifen. Also ich habe hier einen Reifen, da einen Reifen, so fährt man da rum, unter der Motorhaube quasi. Und ich weiß, der Typ, der schnellste war, der hatte immer rote Felgen. Also ich habe diese roten Felgen links und rechts, sehe ich von mir mit den Reifen halt rum. Und das ist das Bild, was da hängen geblieben ist von damals, wie ich ihm da zuschaue. Ich habe auch genau den Sound von dem Spiel von damals noch im Ohr und habe versucht, das eben nachzumachen. Und am Anfang, vielleicht gut für alle, die anfangen mit Sim Racing, auch ich war mal 6 Sekunden off und wusste nicht, wie es weitergeht. Ja. Ich dachte, hä, wie kann der eine 1,28 fahren? Ich fahre 1,34 und es quietscht und weiß nicht und ich mache es doch genauso wie er. Natürlich habe ich das nicht, aber auch da die ersten Sekunden, die haben sich so langsam weggefressen. Ja, da war es mal eine 32, dann mal eine 30. Oh, jetzt geht's doch schon los hier. Dann Ewigkeiten 1,29 und bis ich da mal in seiner Nähe war, ist bestimmt ein Jahr vergangen oder so. Und nach anderthalb Jahren war ich dann schneller, eine Zehntel. Hey, aber du warst schneller. Genau, so da ging das mit diesem Live for Speed damals halt los und dann war, glaube ich, eine Timing-Geschichte, dass die ESL damals auch noch sehr jung war und die haben rumexperimentiert und haben halt ein Racing mit aufgenommen und ja, keine Ahnung, Schicksalsfügung haben sie Live for Speed aufgenommen als Rennspiel und nicht Need for Speed oder so, was damals ja viel größer war als ein Mama Racing Game. Und dann gab es einen Qualifier, habe mich direkt qualifiziert und dann zack, war ich in der ESL Pro Series, was damals für mich, sonst Counter-Strike-Spieler, ja, wir wussten ja, was das bedeutet, Pro Series. Und plötzlich war ich da aber drinne mit Racing. Und das haben wir dann, also Live for Speed hat mich da dann bestimmt 6-7 Jahre begleitet oder so, bis 2000, sagen wir mal ganz grob, 2010 oder so. Ja, dann war ich da auch wieder raus. Wie das so im Simracing ist, es gibt immer, geht immer rauf und runter mit jedem Spiel. Ja. Und das war dann bei Live for Speed auch so. Es gab ein paar Competitions auf dem Spiel zwischenzeitlich, dann gab es sie irgendwann nicht mehr und dann gab es auch kein Preisgeld mehr zu gewinnen oder so und meine Interessen verschieben sich irgendwie und dann kam halt erstmal wieder Schule, Ausbildung, Studium und so. Und dann, wie gesagt, ging's weiter. Ja, dann gab's Assetto Corsa. Ich war nicht ganz weg. Ja. Ich hatte noch 2014, als Assetto Corsa kam, habe ich da auch nochmal so ein bisschen reingeguckt. Aber nicht viel. Ja, nicht ernsthaft oder so. Weil, ja, Computerspiel und Studium verträgt sich einfach nicht so gut. Ja, und dann. Naja, nicht. Und dann nach dem Studium gab es dieses Fenster halt plötzlich. Oder am Ende des Studiums, nicht danach, gab es dieses Fenster plötzlich. Und bin ich da wieder zurückgerutscht, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja. Aber ich habe während des Studiums auch gezockt. Ja, hat's geholfen? Ja. Also ich bin fertig gewesen. Ich habe mein Diplom noch geschrieben, nicht so wie du. Den Master einfach liegen lassen. Das habe ich noch gemacht so.
Aber gezockt habe ich auch im Studium, nicht zu knapp. Andere waren feiern, ich habe gezockt. Ja, ja, ich glaube, so Counter-Strike ist auch, das kann man nochmal mehr so nebenher machen. Ja. Ich weiß ja nicht, was du gezockt hast, ja. Aber bei Counter-Strike kannst du so schnell mal so, machen wir eine Runde und dann ja. Schluss. Ist, mit Sim-Racing ist immer gleich viel mehr Zeit irgendwie ja. weg. Man kann halt genau nicht so reinspringen, eine Runde fahren und dann ist auch fertig, sondern alles dauert immer 2 Stunden Minimum oder so. Was machst du denn? Hey, naja, man bereitet sich kurz vor, ja, geht in den Rig, meldet sich für ein Rennen an, fährt, aber es ist doch, also unter einer Stunde macht man nichts im Sim-Racing. Nee, aber ne, so ein Counter-Strike-Game dauert auch nicht länger, oder? Oder weniger? Ja, aber es ist irgendwie mehr Plug-and-Play, habe ich das Gefühl. Ja, okay, das stimmt schon, ja. Aber so mittlerweile, ja, kannst du auch in einer Stunde mal ein Rennen knattern. Ja, ja. Ich mach das zwischendurch auch mittlerweile mal. Ja, mein Problem ist im Moment, muss ich ehrlich sagen, dieses verdammte Elo, ja. Ich würde total gerne reinspringen und mal eine Runde einfach nur fahren, aber du musst dich ja immer vorbereiten, weil wenn ich nicht, keine Ahnung, wenn ich nicht Top 3 bin, verliere ich Elo, ja. Inakzeptabel. Echt? Ich habe das mittlerweile ausgemacht, so. Aber ja. ich muss auch nicht die Leistung bringen, die du bringst, so. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich da auch. Sehe ich das da auch falsch, in der Tat, klar. Ich müsste es wahrscheinlich locker sehen. Ja, aber ich bin halt auf den 8000, da geht es jetzt nicht zurück. Hast du wirklich 8000 jetzt erreicht bei LFM? Ein bisschen, glaube ich, ja. Ausschließlich durch Pro Series, ja. Ehrlich? Krass. Ich bin nichts anderes gefahren, ja. Mein lieber Mann, du. Da bist du wirklich einer der wenigen, oder? So viel gibt es doch gar nicht so hoch. Ich glaube, Mabix, Boothby und, weiß ich, vielleicht ist noch einer oder so. Ja, Nils, du, und dann geht's los mit den anderen Standbeinen noch, ne? Ja, also. Wollte ich gerade sagen, du bist ja nicht nur ein schneller Fahrer, nee, du machst ja auch halt noch Popometer coachen. Wie läuft das denn ab? Also, hast du dir irgendwann einfach gedacht so, boah, nee, nur fahren ist ja langweilig? Oder wie ist dazu gekommen? Also ich glaube, das Coaching hat sich, da muss ich auch, da spreche ich auch dem Eric, war das damals, immer muss ich immer noch Dank aussprechen, ich hatte das selber gar nicht auf dem Schirm. Der hat mich einfach irgendwann mal angehauen, hier gebietst du nicht mal Coaching an oder so? Ich würde gerne was lernen. Und ich gesagt, nee, mache ich eigentlich nicht, ich wüsste gar nicht wie. Und er so, ja, lass doch einfach mal machen, mach's doch einfach. Ich bezahle es ja, wir machen es einfach mal. Und ich so, naja, dafür brauchst du nicht bezahlen, aber versuch uns mal, okay. Und dann habe ich mit dem, keine Ahnung, 5-6 Stunden oder so und er ist schneller geworden. Und das hat mich im Grunde überzeugt, dass ich das vielleicht mal anbieten sollte. Mhm. Und dann, ja, dann bin ich halt dahin gegangen, dass ich das mal aufgeschrieben habe, wie das abläuft und so. Und keine Ahnung, da musste ich gar nicht groß viel drüber nachdenken. Das hat einfach funktioniert. Ich konnte auch, aber das kann ich insgesamt einfach gut, dass ich Dinge erkläre in der Sprache desjenigen, der was erklärt bekommen möchte und nicht sozusagen aus meiner Perspektive nur raus, sondern ich versuche mich immer dem anzupassen, was mein Gegenüber hören muss. Das hat, glaube ich, in dem Coaching immer gut funktioniert. Ich hatte, glaube ich, bis jetzt auch noch, also keinen möchte ich nicht sagen, weiß dann immer nicht, ob die Leute ehrlich sind, aber ich glaube, ich hatte auch noch kein Coaching, wo jemand tatsächlich unzufrieden war oder nicht weitergekommen ist. Es gab sicherlich mal schwierige Coachings oder so, wo einfach die Probleme zu klein waren, um große Unterschiede zu sehen oder so. Oder wo es gar kein Muster gab, was man erklären konnte zum Beispiel. Oder es einfach eine Sprachbarriere gab oder wie auch immer. Ja. Aber ich glaube, es gab keine Katastrophen wie bei anderen Leuten, die Coaching machen, von denen dann so Videos im Internet rumfliegen. Gibt's das wirklich, so, ja? Ja, danke. Ich will jetzt gar nicht auf irgendeinem rumreiten, aber sollte vielleicht auch einfach mal einen schlechten Tag. Ne? Ja, eben, aber das gibt's halt. Okay. Genau, nee, das hat sich so ein bisschen ergeben. Das Problem da ist immer, man muss immer viel abstimmen. Und das Coaching selber, mit dem ist es ja meistens gar nicht getan. Immer ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung. Steckt also auch wieder Zeit drin. Abstimmen, Termine finden und so. Also jedes Coaching ist dann halt doch 3 Stunden oder so, auch wenn es nur eine Stunde dauert. Darum kann ich da auch nur, ja, kann ich einfach nicht so viel bewältigen davon, weil ich einfach eben, wie du sagst, noch andere Dinge zu tun habe. Ja. Dann, die Plattform Popometer, wo ich eine Weile gebraucht habe, einen Freund von mir zu überzeugen, der wirklich ein unbezahlbarer wirklich Programmierer ist. Ohne den wäre das alles überhaupt nicht möglich. Mit dem bin ich auch früher Live for Speed gefahren, daher kenne ich ihn. Und deswegen kennt er natürlich auch Racing schon und ich muss ihm nicht alles erklären im Grunde. Deswegen ist auch die Umsetzung
der Plattform sozusagen nicht kompliziert, aber auch wieder, ja, alles ist immer ein Zeitproblem. Ja. Er hat ja selber auch noch einen anderen Job und Familie und Kinder und das Programmieren der Plattform ist dann da halt auch immer dann, wenn möglich. Ja. Und er hat im Grunde, dass die Plattform, wie sie da jetzt ist, da hat er irgendwann mal 2 Monate am Stück Zeit gehabt und hat das reingehackt in den Computer. Ja. Und dann wird jetzt eine ganze Weile sind wir sozusagen so am Ausbügeln, Ausbessern, dass es wirklich ein ganz solides Angebot ist. Und dann kommt irgendwann hoffentlich nochmal ein Push mit viel mehr Features. Ja. Das machen wir nebenher. Aber da lohnt sich auch immer. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, Entschuldigung, jetzt, wenn ich dich so hart unterbreche, was ist denn Popometer eigentlich? Ja, ich wollte ja keinen Werbeblock machen, aber... Du kannst einen absoluten Werbeblock machen, weil das gehört ja zu dir dazu als Persona. Genau. Also mein Anliegen war ja im Grunde, wie ich ihm gesagt, ich kann gar nicht so viel Coachings machen, wie ich machen möchte eigentlich. Oder wie viel Leute schneller werden möchten. Und habe ich überlegt, naja, vielleicht kann man da sozusagen eine Light-Variante machen, dass die Leute sich im Grunde selber coachen oder ich den Leuten helfe, sich selber zu coachen. Und das macht, oder das soll im Grunde die Plattform machen. Wir stellen Daten und natürlich die Setups bereit von Profifahrern, sodass sich Laien oder auch einfach nur ambitionierte Amateure oder wo auch immer man sich halt einsortiert, solange man eben langsamer ist als die Profis, macht es Sinn, sich mit denen vergleichen zu können. Mhm. Auf eine, ich hoffe, einfache Art und Weise. Ja, also bei uns gibt es dann Charts und Grafiken. Also wir haben eine Streckenkarte, da kann man genau sehen, wo ist man lang gefahren im Vergleich zum Profi. Wann war man wo, wie viel auf der Bremse und so. Also wir zeichnen die Telemetrie mit, wie man dann so allgemein hin sagt. Und da arbeiten wir dann, also was heißt, wir arbeiten zusammen mit ganz vielen anderen schnellen Fahrern. Wir sind eine Plattform, ja, hier, niemand ist bei uns angestellt. Jeder ist sein eigener Herr da quasi. Mhm. Und wer da was verkaufen möchte, schreibt mich einfach an. Und in der Regel, wenn derjenige schnell genug ist und ein bisschen Arbeitsbereitschaft zeigt, dann steht dem auch nichts im Wege, auf der Plattform sozusagen seine Arbeit anzubieten. Das heißt, gut gefahrene, schnelle Runden mit sauber gebastelten Setups an der Stelle. Und dann steht das sofort schon zum Verkauf quasi für jedermann. Und das ist das macht Popometer sozusagen. Versucht den Leuten zu helfen, eben schneller zu fahren, Fehler aufzuzeigen. Über kurz oder lang möchte ich da noch sehr viel mehr Sachen mitmachen, weil mit den Daten, die wir aufnehmen, haben wir eigentlich sehr viel, eine gute Grundlage, noch viel mehr daraus zu holen, außer ja, nur das Fahren zu vergleichen. Steckt aber, ja, in jedem Feature steckt dann einfach sofort sehr viel Arbeit drin. Müssen wir mal schauen, wo sich das lohnt, wie sich die Szene entwickelt und so. Wir haben auch neue Spiele immer aufgenommen. Wir haben iRacing mit drin, wir haben The More Ultimate mit drin und auch R-Factor und auch das alte Assetto Corsa. Aber man muss ganz klar sagen, dass ACC schon die treibende Kraft auf der Plattform ganz klar ist, weil ACC einmal die Userbase hat. Ja. Und nicht nur, es geht nicht nur um die Menge der Fahrer, sondern geht es auch darum, dass die Fahrer entsprechend intensiv in diesem Spiel drin sind und die Ambitionen entwickeln, irgendwie besser zu werden. Und daraus ergibt sich, finde ich, oder glaube ich, am Ende auch der Wunsch der Leute, sich mal ein Setup zu holen oder eben mit jemandem zu vergleichen. Und wenn man eher das alte Assetto fährt, wo man mal so reinspringt, ja, und jetzt nicht darauf abzielt, in LFM irgendwie sein Rating eben auf 8000 zu treiben oder so, da gehen die Leute viel lockerer ran und haben gar nicht dieses Interesse oder Ambition, oh, ich muss jetzt hier mit dem Profi vergleichen und ich brauche jetzt das super Setup oder so. Das ist da alles viel geringer ausgeprägt und dann bei Le Mans Ultimate ist einfach die Playerbase zu klein. Ja, bei ACC reden wir von, was wir nicht ganz aktuell, aber 4.500, 5.500, ja, die jeden Tag irgendwie online sind. Bei Le Mans Ultimate ist es am Anfang von ein paar Tausend auf jetzt 500, maximal 600 am Tag runtergegangen. Also 10% von dem, was ACC ist, ungefähr. Und auch wieder auf der Größe von R-Factor, was auch irgendwo bei 500, 600 rumeidelt. Ja, genau. Und iRacing ist eine schwierige Kiste, weil da gibt es einfach schon sehr viele Services wie unseren, ja, die auch alle einfach nicht schlecht sind, muss man ganz klar sagen. Ja. Und die in der Szene einfach schon mehr verankert sind. Darum ist es für uns da schwierig, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und da müssen wir noch ein bisschen überlegen, was wir gegebenenfalls anbieten können, was die anderen nicht haben. Ja, weil Setups und Daten haben sie alle. Ich denke, der
der USP, da müssten wir vielleicht was finden. Okay, aber das ist ja auch noch nicht alles, was du machst. Du bist ja nebenbei auch eigentlich noch irgendwie so Content Creator geworden. Ja, genau. Das habe ich ja auch irgendwann zum Spaß mal nebenher gemacht, als die Zeit noch da war. Und dann ist der Kanal einfach, glaube ich, in eine Zeit gefallen, wo das Simracing so ein bisschen einfach überhaupt gewachsen ist. ACC noch sehr jung war und es da nicht viele Leute gab. Und ich da einer der wenigen Schnellen war. Und ich glaube, der einzige oder eben noch weniger Leuten, die das sozusagen zur Schau gestellt haben, ja, also dann mit Streams oder eben einfach Videos und übers Spiel gesprochen haben. Da hatte ich aber, glaube ich, einfach einen guten Moment erwischt. Wenn man jetzt versucht, in ACC als Content Creator reinzukommen, ist es vermutlich viel schwieriger, weil es auch schon so viele gibt. Mittlerweile. Ja. Würde ich sagen. Da ist halt wieder die es gibt immer noch, ich sehe immer noch mal welche, die neu kommen, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise guten Content machen. Nicht, dass ich immer alles gucke, aber Leute, die einen Zahn treffen, sozusagen. Das ist doch echt schwer. Die wachsen schnell, ja. Weil was willst du an Simracing machen? Also, weißt du, was macht dich im Simracing als Content Creator aus? Stell dir mal die Frage alle jetzt. Alle fahren erstmal rum, ja. Ja, genau, alle fahren rum, aber warum sollten jetzt Leute bei dir gucken? Also, warum sollten das jetzt bei dir Leute gucken? Das ist eine dieser Fragen, die ich mir stelle und wo ich mit der Antwort unsicher bin. Ich denke, dass es bei mir vor allem ist, dass wir das sehr ernst, ja, also wenn ich streame, streame ich ja meistens im Team, außer jetzt Pro Series oder so, aber dass wir das erstmal ernst betreiben und nicht zum Rumjuxen, ja. Also ich bin kein Sir Fogg oder so, der fährt einen anderen Weg, bei dem ist egal, ob der letzte Erster oder sonst was, da passiert auch viel Mist einfach im Stream und das dieses, wie sage ich das denn jetzt ohne despektierlich? dieser Klamauk, das ist nicht meins. Ich kann das nicht. Ja, muss ja auch nicht. Ne? Und deswegen tue ich mich auch so schwer. Ich habe sicherlich auch schon öfter mal drüber nachgedacht, muss ich jetzt noch hier professionell Simracing fahren? Es bringt mir ja nichts ein. So richtig. Es gibt ja kaum Preisgeld. Und wenn man es gewinnt, dann gibt man noch hier was ab und man teilt mit dem Team und dann ist noch Steuer und am Ende das, für die 20 Rennen habe ich jetzt, keine Ahnung, pro Rennen 100 Euro rausbekommen oder sowas, ja. Das ist nichts, was den Aufwand rechtfertigen würde. Ja. Also habe ich da auch schon öfter überlegt, ob ich das mit dem professionellen Simracing lasse. Habe dann aber immer überlegt, es ist irgendwie schon die DNA von mir und dem Kanal. Und wenn ich jetzt da sozusagen das Kompetitive absägen würde, habe ich quasi die Sorge, ob der Kanal noch funktioniert, ja. Aber meinst du nicht, dass Leute mittlerweile bei dir zuschauen, weil sie was lernen wollen? Bestimmt. Garantiert. Viele fiebern aber auch, glaube ich, einfach gerne mit. Und in dem Moment, wo ich das lockerer angehen würde, fahre ich wahrscheinlich einfach sofort nicht mehr ums Podium, weil das Niveau so hoch ist. Man muss da schon reinbuttern. Und wenn ich dann auch nur, wenn ich den Aufwand auf einen Tag reduzieren würde für die Pro-Series, so habe ich die Saison angefangen, ja. Das erste Rennen habe ich gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Ich setze mich 2 Stunden vor Rennenbeginn rein und versuche was hinzukriegen. Und die ersten 2-3 Rennen ging das so irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, Mist, jetzt bist du hier in der Situation, da geht was in der Saison. Ja? Und da habe ich es natürlich nicht ausgehalten, nur 2 Stunden vorher reinzugehen, weil ich auch sofort gemerkt habe, die Leute, die zuschauen, die sehen jetzt das große ganze Ziel, die Serie dazu gewinnen oder so. Und dann war ich ja schnell davon überzeugt, dass man das natürlich so versuchen muss. Ne? Und das ging ganz schnell von den 2 Stunden Vorrennen auf, vielleicht nehme ich mir den Tag dafür, zu, ich könnte ja auch Mittwoch schon mal eine Runde fahren und dann bin ich auch irgendwann am Dienstag schon gefahren. Ne? Und so wurde der Aufwand natürlich gleich wieder mehr. Es hat sich alles ausgezahlt, ganz klar. Aber so sofort fallen andere Dinge wieder hinten runter und es passt einfach mit dem Geld wieder nicht so richtig zusammen, was dabei rauskommt. Am Ende habe ich jetzt eine 4090, ja, dadurch im Rechner. Wunderbar. Danke, Case King, an der Stelle. Ist eine super Sache. Aber ich meine, es sind dafür 12 Rennen, musste man dafür fahren. Jedes Rennen, sagen wir mal, sind mindestens 5 Stunden Practice dann oder so. Dann noch der Rennabend selber. Also sagen wir mal, es sind einfach 10 Stunden pro Rennen, 120 Stunden. 2000 Euro kostet die Karte, sind 15, 20 Euro Stundenlohn oder so. Ja, ist normaler Stundenlohn. Ja, aber es ist schwierig,
Wir würden auch die Leute, die Mindestlohn verdienen oder eben deutlich mehr, also 15 Euro wären ja schon über Mindestlohn, die würden sagen, es reicht ja am Ende auch nur zum Überleben. Das ist natürlich nicht der Anspruch. Ja, vor allen Dingen war es ja nicht in deiner Hand, es ist ja quasi nur das ist in deinem PC gegangen. Ja, genau. Das kommt noch dazu. Und weiß ich, da kommt man auch schnell, sag mal, wenn es jetzt im Simracing um Geld geht, da gibt es vielleicht, kannst du an einer Hand abzählen vielleicht, oder vielleicht sind es zwei Hände. Du sagst, die Leute, die leben davon, irgendwie sinnvoll. Also da sind ein paar bei Williams, bei denen wird das sicherlich möglich sein. Das Porsche-Werksteam, die im Grunde nichts fahren außer Rennsport, anderes Thema, kommen wir vielleicht drauf. die sind, glaube ich, finanziell stehen die gut da. Und dann gibt es ein paar Content-Creator, die daraus gut was machen können oder ja. So. Aber dann wird es, glaube ich, auch schon ganz schnell wieder eng. Ja, F1 eSports hat sicherlich noch die Hälfte des Grids oder so vielleicht, ja, die damit leben können im Moment. Aber ich denke, dass sich bei denen auch die sind alle jung, bei denen werden sich auch die Finanzbedarfe über die Jahre einfach steigern und irgendwann ist F1 eSports dann nicht mehr genug. Das wird so kommen bei vielen von denen. Ja, nur die, dann sind es plötzlich nur noch die Top 5, die das längerfristig machen können. Und Simracing ist am Ende doch irgendwie schon so ein Winner-Takes-All-Markt. Häufig. Wenn was wir sehr das stressig jetzt, dann ist, ne? Ich wollte gerade sagen, also wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, alt werden ist scheiße. Das auf jeden Fall. Aber man sieht die Dinge auch mit einer anderen Gelassenheit und ja. Man kriegt ja auch irgendwann mal die Erfahrung mit, dass man merkt, naja, irgendwie öffnet sich immer noch mal eine Tür, die man nicht gesehen hat und so. Ja, irgendwie geht es immer weiter. Es gibt gar nicht diese, also man muss nicht Angst haben, sozusagen. Ja. Man muss nur vielleicht Ausschau halten, was als nächstes kommen könnte oder sowas. Aber ich muss sagen, so was so Zukunft insgesamt angeht, ohne zu wissen, was kommt, bin ich relativ entspannt mittlerweile. Das macht das Alter. Ja, eben. Das macht das Alter, weil man hat schon so oft nicht in die Scheiße gegriffen, aber an einem Punkt gestanden, wo man sagt, boah, wie mache ich denn das jetzt? Und man hat es halt hingekriegt. Ist jetzt bei dir denn der Punkt gekommen, wo du sagst so, okay, ich fahre jetzt nicht mehr professionell? Also noch ist es sozusagen nicht schwer genug, ja. Also ich muss trainieren, dass ich da mitfahre. Also ich bin nicht wie Dara oder so. McCormack, der sich reinsetzt und der fährt sofort Top-Zeiten. Der hat so viel, also klar, der hat natürlich auch viel investiert, aber ja. Der hat es jetzt halt so in den Adern, dass der kann auch mal eine Woche Pause machen, kommt 10 Minuten vorm Rennen und der ist da. Der braucht keine Vorbereitung im Grunde. So ist es nicht mehr bei mir. Ich muss schon ein bisschen fahren und vorbereiten. Aber es ist nicht so, dass ich dass ich eine Woche reinbuttern muss, um mein, ja, oder sehr nah in mein Limit zu kommen, sozusagen. Also da bin ich noch nicht. Und ja, ich weiß nicht. Es ist auch immer, denke ich, auch der Vergleich im Team ist dann relevant. Also solange ich im Team mindestens mal so viel beisteuern kann wie die anderen, was die Pace angeht, muss ich mir, glaube ich, keine Gedanken machen. Gregor wird schneller. Der hört nicht auf, schneller zu werden. Es wird immer enger. Manchmal, ich glaube, was war denn das letzte Rennen oder so? Irgendwo, ich glaube, Nordschleife war unser letztes Rennen tatsächlich. Ja. Da hat er viel Nordschleife-Erfahrung mitgebracht. Ich kannte die Strecke quasi gar nicht richtig, bis sie in ACC war. Also ich bin da auch mal rumgegurkt und so, aber ich hatte sie nicht Kurve für Kurve drinne. Mhm. Und Gregor ist hier halt schon in AC viel gefahren. Und er ist in ACC rein und hat halt sofort Rundenzeiten vorgelegt, wo ich dachte, okay, vielleicht wird es Zeit, die Strecke mal zu lernen. was, ja, habe ich dann aber auch hinbekommen. Aber ja, da habe ich schon gesehen, ne? Bin jetzt auch nur noch gleich schnell quasi. ja, und sagen wir mal, wenn das sich ändert, wenn ich dann nicht mehr genauso schnell oder schneller bin als die anderen im Team, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Im Moment hängt es, glaube ich, eher davon ab, wie sich die Simracing-Szene, wie sich vielleicht ACC und die Szene darum weiterentwickelt. Ob sich da das Kompetitive noch fortschreibt in den nächsten Jahren. Wir sehen jetzt dieses Jahr, dass SAO, würde ich einfach mal sagen, rückläufig ist. Letztes Jahr hatten wir eine On-Site-Serie, wir hatten 3 Sprint-Serien, EU, Asia, North America und wir hatten die Endurance-Serie. Also wir hatten 5 Serien von SAO letztes Jahr. Und dieses Jahr haben wir
eine, nämlich nur noch die Endurance-Serie. Zumindest ist noch nichts anderes announced und ich halte da auch nichts Geheimes zurück. Darum müssen wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass es dabei bleibt dieses Jahr und das natürlich sind 80% im Grunde weg. Wenn man die Linie weg oder wenn man die Linie weiterdenkt, dann ist dann nächstes Jahr dann natürlich nichts mehr übrig. Muss man halt mal schauen. AC ist angekündigt, ein neues Spiel für dieses Jahr. Wie wird sich das mit ACC vertragen? Völlig unklar. Ist noch Arbeit in ACC, kommen nochmal DLCs oder so. Auch nichts kommuniziert, wenn ich das richtig sehe. Nicht, dass man wüsste, nee. Genau. Le Mans Ultimate hatte ich so ein bisschen ein Auge drauf, weil ich das Grundkonzept von Le Mans Ultimate ist eigentlich das von ACC mit einer anderen Klasse. Ja. Also sie engen den Content ein, es wird ein paar Strecken, es wird ein paar Autos geben, es bleibt überschaubar, man zwingt die Leute, das Gleiche zusammen auf der einer Strecke zu fahren. Ja. Was oft ein Problem ist im Simracing, wenn man an Assetto denkt oder R-Factor oder Race Room, es gibt zu viel Auswahl. Ja. Und jeder fährt seins und am Ende ist man mit 5 Leuten auf der Strecke, was für die meisten bedeutet, ja, mit so wenigen will ich auch nicht fahren, dann lasse ich es ganz. Und dann ist das Spiel multiplayer-technisch tot, sozusagen. Und das ist, was ACC anders gemacht hat. Ich glaube, ohne, dass sie darüber nachgedacht haben. Ja. Ja, aber das müsste eigentlich die Lehre daraus sein. Und vielleicht hat man bei Le Mans Ultimate auch dahin geschielt und gesehen, das scheint zu funktionieren als Konzept. Wir engen den Content wieder ein, sodass die Leute eben volle Server haben. Und dann macht das Fahren auch Spaß. Aber jetzt sieht man halt bei Le Mans Ultimate, dass es noch nicht so richtig klappt. Das Spiel ist noch Early Access und auch in ACC hat es am Anfang ein bisschen gedauert, bis es sozusagen Grip bekommen hat als Spiel. Und es musste auch viel ausgebessert werden am Anfang in ACC, bis es denn eine solide Plattform tatsächlich war. Da ist Le Mans Ultimate auch noch irgendwo. Aber ob sie sozusagen diesen gleichen Pfad nachzeichnen können, das ist halt einfach nicht klar. Ja gut, aber sie patchen halt viel, ne? Sie sind schon sehr aktiv, muss man sagen. Sie kommunizieren genau, noch viel. Genau, die Frage ist nur, ob die Leute das quittieren am Ende. Ja, ob sie sagen, dass das, was ihr da macht, finde ich, das ist jetzt auf dem Niveau, dass ich es fahren möchte tatsächlich. Ich möchte von den GT3s in ACC irgendwie weg zu den Hypercars Ende. Ich denke, das wird das werden, ja. Ich denke, das wird das werden, wenn sie weiter so machen und viel patchen, wird das da hingehen. Ja, ich finde auch, ich habe auch oft so Momente, wo ich denke, boah, GT3 jetzt, ich will auch mal was Schnelleres, ja. Ich muss mich mal wieder fordern oder so. Ich muss mal Stress haben vor der Kurve. So 3, 4, 5 Sekunden Bremszone, da kann man halt auch viel nachdenken noch. Ja. Und ich brauche einfach mal was, wo die Bremszone irgendwie kürzer oder schwieriger ist oder so. Ne? Wir wissen alle in ACC, dass der Großteil des Bremsens ist relativ einfach. Man steht erstmal voll drauf. Ich möchte jetzt gar nicht diese Realismusdiskussion aufmachen. Das ist abhängig davon, welchen echten Fahrer man fragt. Ja. Du fragst einen echten Fahrer, der sagt, ich stehe voll drauf mit beiden Füßen. Und ein anderer sagt, man muss total aufpassen. Ich habe keine Ahnung, wo diese Differenz herkommt zwischen den Leuten. Vielleicht fahren sie unterschiedliche Autos. Das ist wirklich Wahnsinn, oder? Das ist halt, wenn du Moritz Löhner hast, der sagt, ja, ACC-Bremse, völlig realistisch. Und dann hast du halt Daniel Morath auf der anderen Seite in iRacing. Hey, das ist totaler Quatsch so. Ja. Das ergibt gar keinen Sinn. Vielleicht meinen sie unterschiedliche Dinge. Ich weiß es nicht. Ich weiß das auch nicht so. Ich stehe auch immer da, weil ich habe ja noch nie in so einem Auto gesessen. Ich würde super gerne das mal ausprobieren. So. Ja. Also nicht, um 3 Runden zu fahren, aber einfach nur, um mal zu wissen, was ist es denn jetzt so? Ja. Weil jetzt hast du natürlich so Leute wie Jadir, der fährt jetzt im Clio, aber das kannst du ja dann auch wieder nicht vergleichen. Dann hast du Jimmy Broadbent. Dann hast du Jimmy Broadbent, der sitzt jetzt in einem und seinem umgebauten Nissan. Ja, genau. Oder dann hat er ja, glaube ich, der BMW. Mazda, genau. Und BMW fahren sie ja jetzt auch. In der Nordschleifen-Serie, aber das ist ja auch wieder nicht vergleichbar so. Und keiner sagt was dazu. Was ist es denn jetzt so? Und dann sitzt du halt echt immer da. Ja, und ich glaube, was man hier in der Simulation, glaube ich, auch immer vergisst, ist, jede Sim arbeitet ja im Grunde irgendwo mit einem Reifenhersteller irgendwo zusammen oder holt Daten von einem bestimmten oder bekommt Daten von einem. Nicht alle sind da ja offen. Und ACC hat eben Pirelli. Und dann lass es in den anderen irgendwie Michelin oder Dunlop sein oder so. Und im Zweifel macht ein anderer Reifen eben auch anderes Fahren. Und dann kann man eben nicht sagen, dieses Spiel ist realistisch oder das Spiel ist realistisch, sondern ein anderer Reifen fühlt auch dazu, dass Dinge irgendwie anders passieren.
dass eine andere Temperatursensitivität vorherrscht, dass eine andere Slipkurve vorhanden ist und so. Und vielleicht ist das alles ein bisschen nuancierter in echt, als wir das im Spiel sehen. Ja, wir sind immer so an den Enden der Extremen der Möglichkeiten, was die Daten so hergeben. Vielleicht ist das in echt nicht so weit auseinander, sondern irgendwo dazwischen. Tendenziell würde ich aber auch sagen, dass sich über die Jahre die Spiele alle angleichen. Ja, es ist immer noch nicht so, dass sie identisch sind. Aber so lange Zeithorizonte, ja, jetzt nicht ein, zwei Jahre, sondern 10, 20. Das Wissen wird einfach besser und alle werden irgendwann die gleichen Studien lesen, ja, weil eben der Stand der Forschung an einer bestimmten Stelle ist und alle werden den Stand der Forschung in ihre Spiele versuchen zu übernehmen. Dann geht es nur darum, wie sie diese Umsetzung machen, ja, und wie nah sie an diesen Forschungsstand rankommen, den sozusagen zu replizieren im Spiel. Aber am Ende ziehen ja alle auf das Gleiche. Darum denke ich, dass auch zwangsläufig die Spiele alle in eine ähnliche Richtung vom Fahrverhalten gehen, mit eben den Nuancen, die wir sehen, denke ich. So, Bogen zum Trailbreaking, das ist in allen Spielen da. Ich musste ja. Ja, und ob man jetzt in der Bremszone am Anfang, während es geradeaus geht, voll draufsteht, dass ABS das regelt oder nicht, oder ob man das Trailbreaking früher anfängt oder so, aber am Ende in die Kurve rein ist man in allen Spielen schneller, wenn man das Trailbreaking gut macht. Ja. Und deswegen sind auch in allen Spielen die gleichen Fahrer schnell und vorne. Das stimmt, ja. Darum muss man sich, glaube ich, immer gar nicht so sehr streiten, welches Spiel jetzt realistischer ist und so tun, als würden irgendwie die ACC-Spieler nicht sich auf iRacing anpassen können. Das ist alles eine Frage der Zeit. Und generell so, ja. Ich finde diese Diskussion auch immer etwas schwierig mittlerweile. Also weil gerade bei mir war es ja nur so, ich habe ja den Wechsel vollzogen und ich habe ja sehr offen kommuniziert, dass mir ACC nicht mehr liegt. Und es ist schwer, das den Menschen beizubringen. Ja, es ist wirklich sehr schwer, weil einfach kein Verständnis dafür da ist. Aber am Ende ist es doch scheißegal, was du fährst. Hauptsache wir fahren so und frönen unser Hobby. Ja, ich habe da so ein bisschen Abstand von genommen, diese Lager-Thematik irgendwie so zu beherzigen. Alle Spiele haben gute Punkte. Ja. Ja, und auch in iRacing gibt es Autos, wo ich sage, die fahren wirklich gut. Da kann man mal hingucken. Das ist nicht hier. Ich glaube, die GT3s in iRacing finde ich einfach totlangweilig. Ja, das Fahren ist so clean, es ist so geleckt. Es gibt kein Pushen, kein Spielen um das Limit oder so. Man arbeitet sich nicht ab an dem Auto. Ja. Ich habe ein Gefühl, wenn ich fahre in ACC, wenn ich pushe, ist es anstrengend. Ja. Ich muss das Auto überreden, zwingen, drehen und weiß ich nicht was alles. Und ich mache das irgendwie alles mit meinem Körper und schwitze. Und dann bin ich ja gefahren, Daytona 24, iRacing. Ja. Tiefenentspannt. Ja. Ja. Ich feier das so sehr, Nils. Ich schwitze überhaupt gar nicht mehr. Ich habe früher, ohne Scheiß, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, ne? Ja. Und du musstest wirklich mit Handtuch, musstest du alles wegmachen. iRacing? Ja, ne? Und da denke ich mir, das ist aber auch irgendwie zu sehr an dem anderen Extrem. Wenn ich mir die echten Fahrer angucke, die arbeiten schon in den Autos. Aber da, glaube ich, kommen so die Fliehkräfte noch mit dazu. Ja, ich weiß nur nicht, ob die Fliehkräfte das sind, was einen anstrengt, weil du hältst dich ja nicht fest. Das macht ja der Sitz. Ja, aber dein Körper ist ja immer angespannt, so. Wenn du so. Mhm. Bei ACC bist du ja auch immer angespannt. Weil du musst ja immer die Bremse volles Pfund reinorgeln. Und dadurch hast du. Ja, mal weniger Kilos machen. Nee, das ist ja langweilig. Das ist ja Beintraining. Da müsste ich ja irgendwann nochmal einmal die Woche mehr Beintraining machen, damit die so aussehen. Nee, das ist ja ineffizient, Nils. Du weißt doch, im Alter müssen wir effizient arbeiten. Das stimmt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber das ist echt, also jetzt, wo du es sagst, es ist halt super entspannt, iRacing zu fahren. Ja, iRacing ist immer Vorsicht, ja, immer bis zum Limit, aber nie weiter. Und in ACC kann man immer, wenn das Limit ist, ja, dann kann man in ACC immer so ein bisschen, rüber, in der Kamera richtig, so ein bisschen drum pendeln, ja. Ja. Mal drüber pushen, mal drunter, mal die eine Achse drüber, mal die andere und man wringt das Auto so ein bisschen um die Kurve. Und in iRacing dieses Wringen gibt's nicht, weil sobald man wringt, sobald man versucht, was rauszuholen, irgendwie ist es halt, entweder also ist man quer oder der Reifen steht oder so und man wird maximal bestraft. Und da ist, und da ist in ACC sozusagen das die Toleranz für so kleine Fehler ist in ACC einfach höher. Das stimmt, ja. Wenn aber da mal ein Reifen steht, der kommt immer noch mal zurück. Wenn das Heck mal quer ist, es kommt immer noch mal zurück. Ja. Und in iRacing ist immer ein schweres Problem.
sozusagen. Man kann es einfangen, aber gut. Es ist, wie du vorhin schon auch gesagt hattest, es ist persönliche Präferenz. Das, worauf du halt Bock hast, ne? Ob du LMU fährst oder Automobilista, ACC. Das Geile ist, wir haben ja diese Auswahl. Das ist doch mega geil. Überleg mal, ich glaube 2019 habe ich von dir das erste Mal gehört. Da gab es für mich nichts anderes außer ACC. So, na klar hatten wir schon R-Faktor und Race Room und so, aber die sind ja nicht mehr so gut besucht, ne? So, mittlerweile haben wir ja wirklich sehr gut besuchte Spiele, ne? Also wenn du dir mal nur anguckst, was du mit AC-Mods mittlerweile machen kannst. Du kannst da komplett in asiatische Städte hinknallen und durch den Stadtverkehr fahren. Total Banane. Ja, ist auch ein spannendes Ding, weil jetzt wissen wir, AC Evo kommt. Ja. Und das heißt AC Evo. ich habe gar keine Zweifel daran, dass sie ein besseres Spiel machen als vorher. Ja. Weil sonst würden sie es sowieso gar nicht angehen. Die Sache ist nur, dass die meisten Leute, die AC fahren, machen es irgendwie aus ganz anderen Gründen, als das Spiel original ja mal war. Ja. Ja, es ist ja alles, im Grunde ist ja alles auf Mod basiert in AC. Ich glaube, alles, was gefahren wird, ist Mod. Niemand fährt auf Vallelunga mit dem, was waren die Anfangsauto, Lotus Elise oder so. Damit ging das Spiel ja quasi los. Das macht ja keiner. Und da ist dann, für mich ist am Ende die Frage, was sie da hinstellen werden als Spiel, was wir da eigentlich spielen sollen, was Kunos sich überlegt hat, was Inhalt dieses Spiels wird und wird das für die alle, die AC mit Mods fahren, interessant genug oder müssen auch da erst wieder Mods kommen? Ich denke, es wird auf Zweiteres hinauslaufen, weil das macht ACC aus. Guck mal, die ganzen Drifter, die ganzen LKW-Fahrer, die ganzen, schon allein nur diese ganze Gruppe von Nordschleifenfahrern, die da jeglichen Blödsinn über diese Strecke fahren. Klaviere, Busse, LKWs, Katzen, Fahrräder. Aber da könnte man sagen, das ist ja zumindest noch so an dem Ursprungsrennfahren dran. Du hast eine Strecke, du fährst da im Kreis, es geht irgendwie mit Zeit. Ja, du fährst da mit verrücktesten Autos, aber das ist in echt auf der Nordschleife ja nicht anders. Ja. Aber was ja viel in AC passiert, ist eben auch dieses Autobahn durch Verkehr. Ich meine, ich würde es im Leben nicht tun. Ja? Durch Verkehr fahren finde ich maximal belastend im echten Leben. Wieso sollte ich es jetzt am Computer sozusagen machen? Aber ja klar, für viele ist das irgendwie mit ihrem getunten Honda Civic, das ist irgendwie die Krönung, dass sie da durch den Verkehr springen mit brennendem Auspuff. Ist doch geil. Und, genau, so spielen eben viele AC. Und da ist die Frage, ob das neue AC Evo diese Leute abholen kann. Ich denke schon, dass das passieren wird, ja. Weil, ohne Scheiß, wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass Simracing da ist, wo es heute ist. Also schon allein die Möglichkeiten, also gerade wenn wir jetzt mal gucken mit den ganzen, also auch wenn es jetzt nicht mega viel Preisgelder sind, so, aber was du an Ligen fahren kannst, mittlerweile, was du an Sims fahren kannst, was es an Hardware mittlerweile gibt. Überleg mal zu der Zeit, ne, 2018, 2019, was hätten wir denn da kaufen können? Banatec CSL Elite. Ja, oder ne, ich glaube SimoCube 1, so gerade mit Hängen und Würgen so vielleicht, aber dann hast du ja schon, da musst du ja schon richtig Geld ausgegeben haben. So, jetzt überleg mal, was du mittlerweile nur an Pedalen alles kaufen kannst. Ja. Ich finde, ist auch ein spannendes Thema, weil ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie profitabel diese ganzen Unternehmen sind, ob die alle genug Umsatz, Umsatz ist ja gar nicht das Entscheidende, aber ob sie ihre Operationen quasi profitabel abschließen oder ob da alle versuchen, in den Markt zu drängen, um am Ende andere rauszudrängen und deren Marktanteil mitzunehmen. Ja gut, das ist ja für uns am Ende kann das ja egal sein. Genau, für uns ist das wunderbar. Die Preise gehen tendenziell runter. Die Qualität wird hoffentlich tendenziell besser. Ja. Da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Ich meine, heute ist Direct Drive Standard, würde ich sagen. Ja, muss nicht. Ja. Also es gibt noch welche, die fahren Belt, aber klar, aber sag mal, wenn man jetzt da hingeht und sagt, so, ich gebe jetzt Geld aus, dann gibt es immer weniger Gründe, nicht Direct Drive zu nehmen, weil sie eben viel erschwinglicher geworden sind. Ja, das wenn es jetzt nur 5 Newtonmeter sind oder so. Aber wenn ich weiß nicht, was Logitech verkauft, das G923 offiziell immer noch für 300 irgendwas Euro. Ja Quatsch. Ne? Das muss keiner mehr machen. Gebraucht vielleicht, aber ein neues muss sich eigentlich keiner mehr kaufen. Mit lass es Mo, ich weiß gar nicht, wer alles
mittlerweile Einstiegs Direct Drives hat. Fnatic, Mosa, Camus, The Magic ist ja, schon. Du testest mehr Hardware als ich. Ich teste nämlich gar keine. Vielleicht solltest du damit mal anfangen. Anstrengend. Das ist auch so ein Ding. Geht mit dem kompetitiven Simracing einfach nicht gut zusammen. Ja, ich weiß. Ja. Dafür brauchst du auch, also das ist auch eins der zeitintensivsten Sachen für den YouTube-Kanal. Genau, habe ich auch, mir haben Firmen Hardware angeboten zum Testen, habe ich gesagt, kann ich machen, aber ich verliere 2 Tage meines Lebens. Was kriege ich dafür? Und wenn die nicht bezahlt haben, habe ich gesagt, ich kann es leider nicht machen. Ja. Keine Chance. Und so review ich keine Hardware. Ja, das ist auch absolut, das killt die, also nur das Aufnehmen dauert schon Stunden. Also ich meine, das Umbauen und ans Rig machen, um es zu fahren, das ist jetzt nicht so das große Ding, aber das aufzunehmen, kannst du. Ja, wenn man den Platz hat, ne? Ich meine, du hast jetzt ja auch noch einen Rig extra dafür wahrscheinlich, wo du rumbauen kannst und so. Ich hätte halt nur meinen einen. Und dann müsste ich eben immer da runterkriechen, unter Platzproblemen und so, die Schrauben raus, das neue rauf, dann passt es wahrscheinlich nicht. Ja, dann musst du wieder irgendwas rumjustieren. Schrauben wieder, wirklich, es ist ein Graus, ja. Über Kopf, du brauchst im Grunde 3 Hände, hast aber nur 2, musst irgendwo was reinfummeln, hast noch was zwischen den Zähnen und dann stößt du dich irgendwo und das ist halt Schluss für mich. Ja. Also ich habe mir schon so oft den Nacken an meiner Simocube aufgezogen, also so richtig aufgezogen, so scharf aufgezogen. Ja, das hat schon geknallt, ja. Eben, und deswegen, wenn, tut mir leid, dass bei mir keine Hardware-Reviews kommen. Es ist zu qualvoll. Also bedankt euch bei denen, den Content-Creatern, die Hardware-Reviews machen, ja, und bitte nicht negativ in den Comments, weil es sind die einzigen, die das auf sich nehmen. Es ist schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, also damals, ich bin ja mit meinem Büro extra umgezogen, ich habe ja jetzt, mein Büro ist doppelt so groß, weil einfach kein Platz mehr da war. Und also ich bin echt froh, das ist auch so ein positiver Nebeneffekt, dass ich jetzt 50 Kilo abgenommen habe, weil ich komme unten an die Bremse endlich ran. Also weißt du kannst dich auch so nach vorne lehnen und das machen, weißt du, das ging früher halt gar nicht. Ich hab mir den Kopf angestoßen, ich bin früher nicht mal mit den Schultern unten reingekommen, überhaupt die Schrauben abzumachen, ne? So, und jetzt hast du halt Momente. Also manchmal hast du auch 2 Paar Pedale da und dann hast du 1 da dran und 1 da dran und dann sitzt du halt auch einfach mal in deiner Freizeit und schraubst die Dinge an und ab, so, weil du das schon so oft gemacht hast, dass du schon ganz genau weißt, wie du dich da unten reinzwängen musst, weißt du, um das zu lösen. Ey, ich habe Tage gehabt, da habe ich da unten drunter festgestellt und das ganze Rig angehoben. Was ist denn dann? Mal Gegenfrage, weil ich auch noch keine gestellt habe. Es geht ja um dich. Ja, ich denke jetzt gerade drüber nach, ne? An meinem Rig würde ich auch nicht gerne Hardware testen, weil der Rig selber kompliziert ist. Ja. Und wenn ich am Rig was verändern möchte, also weiß ich, wenn ich jetzt die Pedale hoch runter machen möchte, ich habe hier dieses Next Level Racing GT. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, warte, ich kann es dir sagen. GT Elite. Ja. Ja, genau. Ja, das hinten, diese ganze Pedalapparatur. Um da was zu verstellen, musst du gefühlt 8 Schrauben lösen, hast dann 3 oder 4 bewegliche Teile parallel, um das irgendwie in Position zu ruckeln und musst dann diese Position irgendwie halten und alle 8 Schrauben oder Bolzen. Ja. Es gibt ja so ein paar Korrekte hier, es sind keine Schrauben, es sind Bolzen. Das alles wieder anziehen und das ist einfach, ist eine Katastrophe. Ist eine Katastrophe, Punkt. Ja, das Ding ist justierbar, aber es ist nicht einfach justierbar. Und da würde ich, deswegen meine Frage, was wäre denn für dich ein Rig, wo du sagst, an dem kann man gut Hardware-Tests machen, weil da ist alles wirklich gut flexibel? Das ist schon das Next Level Racing Rig, das ist schon sehr flexibel gehalten. Ja? Ja. Du machst dir, ich glaube, also man muss das wirklich bei denen auch sagen, dass die sehr schlau waren mit, sie haben ja Striche überall reingemacht, ne, bei dem Pedal. Das ist gut, in der Tat. Kannst Siehste? Wieder gut auf deine Position zurück, ja. Genau, weil an dem da drüben sind überall weiße Edding-Striche dran von mir. So, aber das Ding ist halt, du kannst hier keins kaufen und das Ding hat's einfach. Du kaufst hier eins und baust das um, so dass du es hast, weil das da drüben, also mein großes ist mittlerweile, da ist nur noch unten das Original-Chassis da, alles andere ist schon geändert worden.
damit es halt einfach veränderbar ist. So. Ich habe halt neulich auch mal irgendwo viele welche gesehen, die haben halt viel Schnellspanner für verschiedene Dinge, ja, für die Pedaldistanz, Höhe und Monitor und so, und bist du auf jeden Fall schneller dabei, irgendwie was zu verändern, aber ich weiß nicht, wie es genau ist mit Sachen an- und abbauen. Ja, an- und abbauen ist immer kacke. Also an- und abbauen ist immer kacke. Also das spielt keine Rolle, das wissen wir. Wir wissen alle, und das wirst du hoffentlich bestätigen, in all den Jahren, in denen wir Simracing gemacht haben, haben wir unsere Rigs schon mindestens 80 Mal umgebaut. Und alle 80 Mal waren scheiße. Und dann ja, beim 80. Deswegen, ich versuche das nämlich nicht mehr zu tun. Ja? Ich bin eigentlich happy mit allem, was ich habe. Ich bin jetzt schon lange so auf der. Also das Rig war mal neu, aber die ganze Hardware, die ich davor hatte, da habe ich eigentlich nichts dran verändert. Ich habe nach wie vor die Heusink Welt Ultimates. Ich sehe auch nicht, warum ich was anderes brauchen sollte. Die Simu Cubes sind schön und gut, die Pedale. Ja. Und es ist bestimmt auch cool, aber ich glaube, es gibt mir nichts zusätzlich zu meinem Schnellfahren, sozusagen. Und ich bin mit meiner VHS-Base, also einfach quasi eins von diesen, wie heißen denn die OSWs, ne? Ja. Open Sim Wheel sozusagen. Ja. Bin ich top zufrieden, funktioniert in allen Spielen. Ich glaube, nur in iRacing müsste man jetzt halt wieder über SimuCube 2 nachdenken, wegen dem neuen Force Feedback oder so. Ich habe selber noch nicht testen können. Bin mit meinem Lenkrad und der Buttonbox da zufrieden und so. Ich plane keine Änderungen, ja, mir fehlt irgendwie nichts. Ich habe keinen Bedarf. Ich bin mit meinem Ultra-Wide hier zufrieden, ich brauche keine Triples. Dann wirst du auch nicht reviewen. Ja. Also dann ist das auch nichts für dich, weil für mich kommt das, ich muss immer alles mal haben. Ja, okay. Also ich habe auch schon x-tausend Mal umgebaut mittlerweile. Also nicht die Wheelbase, sondern einfach alles umgebaut. Shifter anders, alles irgendwie anders ran. Mittlerweile schon Buttonbox selber bauen und mit 3D-Drucker rumfuchteln. Ja, stimmt. So das Einzige, wo ich sagen würde, das wäre noch was, ist noch mal so eine Handbremse. Das wäre mal was. Wenn ich irgendwann mal was ganz anderes fahre, eine Handbremse. Aber wann willst du denn zeitlich noch was anderes fahren, Nils? Ja, das beschützt mich gerade vom Umbau. Mich beschützt das, oder vom Kauf einer Handbremse. Mich beschützt das auch relativ häufig, aber dann schreibt dir jemand eine E-Mail, magst du das mal testen? Oh, das wusste ich ja gar nicht, dass ich das brauche. Ja, das möchte ich testen, klar. Wenn ich mir überlege, also ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie viele Wheels und Pedalen ich mittlerweile zu Hause habe, das ist... Und du sagst... Ja, vielleicht schicke ich dir mal eins, weil ich es wirklich nicht mehr benutze. Ich habe hier ja noch... Vielleicht, das machen wir mal. Ich schicke dir das einfach mal. Dann hast du noch mal was Besonderes. Ich habe ja hier noch dieses Original-Lenkrad aus dem echten BMW Z4 GT3. Das Originale? Das Originale, wie es da drin war. Mit echter Schaltwippe. Ja, also kannst du es hoch und runter machen. Was, an einer? Ja. Ui. Genau. Und das funktioniert am Rechner? Mir hat das einer auf USB umgebaut. Es muss nur mal ein neues Kabel ran, weil das ist irgendwie chronisch leider Kabelbruch. Dann müssen wir ein neues USB... Eben, deswegen bist du vielleicht... Ach so, ich soll dir dein Kabel heil machen? Nein, du behältst das. Aber nein, ich will das, bist du wahnsinnig? Das behalte ich doch nicht. Es staubt hier im Regal. Hallo, ja, das ist eine Erinnerung. Nein, sowas gibt willst, man nicht. Willst du vielleicht mal ein echtes Rennlenkrad reviewen? Ja, bitte, schick rüber, aber siehste, ich schick's dir wieder zurück. Das sehen wir dann. Ja, Rücksenderadresse, einfach schwarze Edding drüber. Genau. Nee, das kann ich das aber nicht. Ja, nee, das ist eine. Pass auf, ich hol's gerade mal. Hol das doch mal. Ich will das jetzt mal sehen. Wieso hat man sowas bei sich im Haus? Ach, guck's an. So, pass auf, ich fange hinten an, ja. Das ist dann natürlich zu, wenn es an deinem Lenkrad sitzt, aber guck, ich zieh mal hier, guck mal auf die andere Seite. Ui. Ja, die bewegt sich mit. Ganz genau, ja. Also ich kann hoch und runter auf einer Seite schalten. fancy. Und vorne ist Kleber drauf, weil die Schrauben, damit ich sie nicht verliere, ja, die bleiben hier an Position. Oh, Nils, Junge. Das ist ja nur fürs Lagern. Oh, wenn ich das sehe, blutet mir das Herz, Junge. Klar, das ist ja, wenn es jetzt auf dem Lenkrad wäre, wäre das natürlich sofort ab, weil dann sind die Schrauben ja fest. Ja. Ja, okay, aber wie gesagt, ich setze es halt nicht ein. Wenn du mir das schickst, dann 3D-drucke ich dir was für hinten, damit du diesen Kleber da wegmachen kannst. Das kriegst du sogar in besseren Zustand wieder zurück dann. Okay, dann ich schick's gleich. Sofort! Und dann hast du die drei Rotaries hier, du hast richtig gute Taster. Ja, die haben richtig Widerstand, echten Klick. Ja. Hier noch einen geschützten. Warum fährst du das nicht mehr?
Ist ein bisschen groß. Es sind 33, glaube ich. Ehrlich? 33 Zentimeter. Ja, sorry, ja. Kriegst du doch nicht wieder. Das andere schöne Ding, ich muss mal richtig drehen hier. Ja. Hey, mit meiner... Ich kann mich hier nicht gut bewegt. Ich mach's von der Seite. Und das ist weich, ne? Oh. Es ist weich. Genau. Es liegt wirklich, es ja. liegt richtig gut. Ja. Es ist alles gut an diesem Ding. Ich musste leider einmal den Bezug neu machen. Ja. Weil das Ding war ja beim echten Auto im Einsatz. Mhm. Und das war, das Alcantara war hin. Das war komplett schön. Ich weiß nicht, wer den zuletzt, Timo Glock vielleicht, ob der mal den Z4 GT3 bewegt hat oder ja. so. Ja. Weiß ja nicht, wer da drin war. Winkelhock. Irgendwelche BMW-Legenden. Die hatten da vielleicht mal ihre Hände dran. Deswegen, und du willst das verschenken? Du bist ja doof. Es ist, pass auf, es ist wirklich, ich finde das immer schade, wenn Sachen nicht benutzt werden. Ich habe auch keine, ich bin ja kein Sammlertyp. Mich juckt sowas alles immer ja. überhaupt nicht. Ich habe auch keine Emotionen dazu. Ich habe auch keine Trophäen hier, ja. Die steht da auch so verloren in der Ecke. Ich heb da auch irgendwie nichts auf. Ich habe kein Trophäenkabinett oder so, wo ich meine Simracing-Trophäen ausstelle und so. Es bedeutet mir am Ende nichts. Es bedeutet immer nur in dem Moment was, ja, zu gewinnen. Aber es ist mir, ich habe ja die Erinnerung, ich brauche sozusagen nicht diesen Trigger in Form eines Objekts sozusagen. Ja, da bin ich einfach. Ich sammle auch keine Autogramme von irgendwelchen Menschen. Ja, das mache ich auch nicht. Ne? Das mache ich auch nicht. Nee. Also für mich sind die auch ganz normal. Ich bin auch nicht, wenn ich an der Rennstrecke bin, ich filme auch nicht mit dem Telefon. Ja, wenn ich da bin, ich erlebe das dann, ja, ich erlebe. Aber ich erlebe das auch, aber ich erlebe das durch die Kamera. Ja, eben, und da möchte ich lieber, ich nehme das einfach so voll mit. Ja. Und aber wenn ich es mir später auf dem Telefon angucke, ist es eh kacke. Ja, gut, bei mir ist das halt noch aus einer anderen Perspektive wegen Content und... Ne? Ja, okay, genau, aber ich mache dann, wenn ich keinen Content mache, dann sage ich, nee, jetzt einfach mal... Hab noch nie ein Rennen normal gesehen. Ohne Scheiß, ich war da so super witzig, ich war bei den 24 Stunden von Le Mans letztes Jahr. Ich habe von dem Rennen nichts gesehen. Ich habe wirklich original nichts gesehen. Aber... Weil du so viel gefilmt hast. Ich bin wiedergekommen mit 500 Videos und über 6000 Bilder. Da hat sich dein Editor gefreut. Ja, der hat sich sehr gefreut. Der hat sich richtig gefreut, ja. Aber das ist für mich mittlerweile auch, also das ist auch mein Erlebnis mittlerweile, weil ich guck's lieber zu Hause, weißt du? Also auch wenn wir, nächstes Jahr wollen wir mal nach Amerika fliegen zum NASCAR, weil wir gerade sehr großes Interesse an NASCAR haben. Da werde ich auch, egal ob ich dahin fliege, ich sehe das immer durch diesen Bildschirm hinten an der Kamera. Ja, kann man auch machen. Aber das sind deine... Nee, aber ganz ehrlich, du machst ja dann tatsächlich, du machst ja Content draus. Ja. Ja. Aber wenn ich würde das jetzt nicht tun und dann sehe ich auch den Grund sozusagen nicht, das da vor Ort irgendwie festzuhalten oder so. Weil da sind doch 200 andere Leute um mich herum, die auch alle ihr Telefon holen. Ja. Wie oft brauchen wir eigentlich das gleiche Video? Das finde ich auch mittlerweile sehr extrem. Also ich kann mich davon immer nicht freisprechen, aber das Schöne ist, dass du es jetzt gerade sagst und ich das aufgreifen kann. Dass Leute nicht im fucking Moment leben können. Ist dir erstmal aufgefallen, dass das nicht mehr geht? Bei vielen vielleicht nicht, ja. Keine Ahnung. Als wenn das wirklich von allen der Job ist. Mhm. Und du gehst auf Konzerte, alle das Handy um und ich denke mir so, aber warum denn? Die Scheiße kannst du dir bei YouTube nochmal in voller Qualität irgendwann ansehen. Also brauchst du... Oder besser noch, bei Arte. Bei Arte... Ja, ich bin Arte-Hool, ganz klar. Ich mag auch Arte-Dokumentation, bin ich großer Freund. Das ist ja in unserem Alter, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich nehme das gerne als Bildung und Weiterbildung. Auf jeden Fall. Wenn man nicht viel Zeit hat zum Lesen, kann man sich auch mal eine Arte-Dokumentation beim Abendessen über die Mumien reinziehen. Um zum Beispiel. Mal herauszufinden, was da so abgeht. Aber wo du das gerade gesagt hast, ich hab natürlich ein bisschen mehr Sachen hier. So, also... Aber ich habe auch angefangen, Sachen wegzugeben. Also ich habe ich hatte von Asitec zwei paar Pedale, das habe ich den Leuten gegeben und weil das muss wirklich nicht rumstehen. Ich habe immer die Vergleichsbase, ne, dass du eine Vergleichsbase hast und ein Vergleichslenkrad, einmal Vergleichspedale und der Rest ist dann, ne, wenn jetzt einer aus dem Team sagt, so du, dann schickst du das halt auch weg. Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist trotzdem schön, eine Wand zu haben, wo schöne Lenkräder dran sind. Ja,
Ich hab ja das Zimmer hier, ich habe ja nur 12 Quadratmeter hier. Guck mal, ich seh jetzt schon den Ort, wo das hinpasst in deinem Hintergrund. Das Lenkrad? Ja. Er kann ja nur hier... Ja, da unten in dem Stück, wo das Dings ist. Ja, aber wo soll ich denn, soll ich da ein Brett dran machen? Nee, aber wenn ich dir was zurückschicke, lieber Nils, 3D drucke ich dir was und dann kannst du das an der Wand machen. Und dann kannst du das da hin machen. Für dich okay. Als Erinnerung. Das wäre wirklich, das könnte ich nicht mal annehmen, das wäre zu schade. Aber ich 3D druck dir was, dann kannst du das... Fahr's mal erstmal, vielleicht kannst du dann... Also ja, verstehe ich, aber das, auch wenn es wirklich eine absolute Rakete wäre, könnte ich das nicht annehmen, weil es ist ein Original, es ist, weiß, ne, da sind Erinnerungen mit dran. Das machst du da schön an die Wand jetzt. Ich druck dir was, kein Problem. Hast du eigentlich von BMW auch so ein Care-Paket bekommen? Nee, leider nicht. Da müssen wir mal was machen. Das geht ja so nicht. Nee, ich habe keins bekommen. Jadi hat gerade bekommen, ne? Die Handschuhe und die Lego-Dinger. Genau. Und Mavix hatte, glaube ich, auch ein Care-Paket bekommen. Mhm. Da hatte ich gesehen, ja. Fand ich sehr schön, habe mich sehr gefreut. Gerade auch, ja, nee, ja. Gerade auch, um jetzt mal die Brücke nochmal zu schlagen. Gerade weil die großen Firmen, sage ich jetzt mal, oder die Autohersteller das auch so ein bisschen anerkennen dann. Das finde ich schön. Hm. Ja, ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen die Übersicht in der Szene. Das vermutlich. Ich spreche das mal an. Die Übersicht in der Szene? Die Szene ist ja nicht so groß. Ja, trotzdem ist es, glaube ich, für Leute, die jetzt in den Büros entscheiden am Ende, die gucken halt nicht auf Twitch und YouTube Tag ein, Tag aus. Denen entgehen einfach Leute. Du, also jetzt nach den 11 Jahren, die ich das hier mache... kann ich dir sagen, dass Firmen das meistens nie böswillig machen, sondern einfach, nee, weißt du, jetzt mal nur als Beispiel, Mavix und Jadir sind ja viel auf Messen und da lernst du halt Leute kennen. Ich bin da nicht. Also ich kann die Leute nicht kennenlernen, ne? Und hier, das ist ja immer so viel Gespräch, also Face-to-Face-Gespräch, wo man sich mal kennenlernt. Das läuft ja nicht mit, oh krass, wir haben jetzt mal bei YouTube das eingegeben. Und ja. Dann haben wir da den gefunden, jetzt schicken wir das mal los. Ja, ich glaube in dem Fall, ne, BMW hat immer viel Fokus auf den Competitive oder auf Competitive Sim Racing. Ja. Und da erscheinen natürlich Jadier und Mavix einfach auch. Klar. Darum sind die da auf dem Radar. Ja. Größte Content Creator in dem Bereich so. Und das, ja, ich bin überhaupt von, also man muss ganz, also das ist unglaublich, was Mavix da erreicht hat. Das ist einfach es ist unfassbar in jeglicher Hinsicht. Es ist fantastisch. Ja, und also die Menge an Zuschauern mit ja auch viel weniger Subscribern als alle anderen da. Ja. Deutlich mehr Zuschauer als Jadier, deutlich mehr Zuschauer als Super GT oder ja. Also selbst, er kommt ja selbst an Jimmy Broadband daran. Ja. Das ist, also finde ich auch erstaunlich, weil ich immer gedacht habe, dazu müsste man internationales Publikum adressieren. Nee. Ja, müsste Englisch sein. Und Mavix zeigt einfach, dass die deutsche Szene alleine groß genug sozusagen ist. Auf jeden Fall. Für solche Zahlen, wenn man entsprechend, ja, interessant ist. Mavix offenbar ist. Oder er es interessant rüberbringt, was sie da machen. Ich wollte gerade sagen, er hat halt gelernt, gute Geschichten zu erzählen und erlebt halt mit seinem Team schöne Sachen. Und das ist halt für Menschen... sehr interessant, ne? Ja. Das muss man ganz einfach sagen. Ich gucke ja selbst. Kann ja gar nichts anderes sagen. Ja, siehst du? Ich gucke ja selber bei Mavix Geschichte zu, wenn ich ihn überhole. Wow. Oder umgekehrt. Das ist ja nicht immer eine Richtung. Na gut. Also, das müsst ihr untereinander ausmachen am Ende. Aber das ist das Schöne. Ich glaube, das ist auch so dieses ACC-Phänomen. ACC hat eine sehr, sehr krasse Community auf YouTube. Also wirklich eine extrem krasse Community. Und deswegen geht das auch so gut auf YouTube. Bei iRacing wärst du da, glaube ich, nicht so der Banger. Oder wenn du viel so durcheinander machst, ne? Ich denke auch, das würde bei Jadir und Mavix dann anders aussehen, wenn sie andere Sachen anmachen würden. Mhm. Also das ist ein ganz normaler... Das ist eine ganz normale Sache, wenn du Content Creator bist, dass wenn du irgendwas machst, was jetzt nicht dein reguläres Ding ist, dann sind es immer weniger. Aber die Community an sich ist schon echt sehr, sehr krass. Also das ist auch mit einer noch der größten, was im Racing eigentlich. Auch größer als iRacing. Ja. Gerade bei YouTube.
nichts hinzufügen. Nee. Ist ja auch einfach ist ja auch wunderbar, ne? Das ist greifbarer, weißt du? Das ist so, iRacing ist mehr so dieses Lamborghini-Ferrari-Auto-Ding. ACC, ohne das abwehren zu meinen, ist so das Skoda-Ding, was erreichbarer ist. Also der Zuschauer muss nicht unbedingt 1000 Euro ausgeben, um auch dieses Erlebnis zu haben, sondern er kann sagen, oh cool, ich kann es mir für 30 Euro kaufen und ich kann beispielsweise dir jetzt nacheifern und das macht das Ganze viel, viel zugänglicher. Ja, das. Und ich würde sagen, dass ACC von der Spielmechanik her auch interessanter zu verfolgen ist. Ja. Weil du als Zuschauer mehr sehen kannst. Ja. Also du guckst immer auf die Reifentemperaturen, du hast vielleicht auch einfach mehr noch eine Ahnung, was unten drunter irgendwie passiert. Genau. In dem Spiel, worauf geachtet werden muss und so. Und in iRacing, mein Eindruck jetzt, ist eigentlich immer, es geht immer nur um Fuel Saving. Meistens. Zumindest. Das hast du sehr gut beschrieben, jo, so ist es. Aber Fuel Saving macht Spaß. Ja, es ist ein anderes Fahren, ist auch gut. Es gibt auch einen coolen Rhythmus, an den man sich da so reingrooven kann. Aber es ist halt dann nicht multidimensional, sozusagen, was die Challenge im Rennen irgendwie so angeht. Man schwimmt immer gerne mit, man will gar nicht überholen, man will im Windschatten sein, Sprit sparen oder so. Ja, genau. Ja, und das nimmt halt so ein. Es nimmt was weg, es fügt eine andere Komponente hinzu. Ich glaube, für mich würde es irgendwie ein bisschen mehr wegnehmen. Da ist irgendwie weniger Management-Charakter drin, wie. Gehe ich jetzt mit meinem Balancewechsel um im Rennen? Ja. Wie gehe ich mit meinen Reifen um? Dann hast du, ich weiß gar nicht, wie es. Ich bin iRacing Regen noch nicht intensiv gefahren. Sage ich, wie es ist, ist einfach die beste Regensimulation, die es gibt. Das glaube ich auch, aber jetzt von der Spielmechanik her, wie man sich im Rennen darum kümmern muss. Wann wechselt man den Reifen? Ist es klar sozusagen für alle, ist wann der Slick oder der Regensteller ist? Ne? Okay. Also, das ist da halt. Noch blank. Also, regentechnisch. Regen bringt wirklich, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, Regen bringt die Komponente rein, dass es nicht mehr langweilig ist. Also, es ist auch nicht langweilig, aber nicht jeder mag gerne Sprit sparen und ruhig fahren. Ne, das ist nicht jedermanns Sache. Du kannst auch volles Radieschen reinhalten, ne? Also du kannst auch alles geben und super schnell fahren und fighten wie in Vani. Aber dann ist halt immer die Frage, wie du vorhin schon gesagt hast, ist es das Risiko wert, in die Wand reinzufahren, um 15 Minuten Schaden zu haben? Oder ist es einfach, wir machen mal kurz einen Entspannti? Ja. So, aber der Regen, wo du das gerade angesprochen hast, das erste Rennen, was wir gefahren sind, war auf Sebring im Regen und es war Sonne, klar, alles supi, aber Sebring absolute Buckelpiste und die Strecke hat den ganzen Regen nach außen gedrängt und mein Kumpel ist rausgefahren aus der Box bei nicht sternklar, aber klarer Himmel und Sonne, der hat erstmal hier Spinaller gemacht, weil da war halt noch übelst viel Regen. Ja. Und dann gab es halt Leute, die sind ewig lange noch Regenreifen gefahren, dann sind andere Leute trocken gefahren. Also die Komponente, die haben sie wirklich fantastisch umgesetzt, muss man einfach sagen. Ja, da muss ich noch aufholen. Aber vielleicht wird es ja im neuen AC besser oder so, da habe ich so ein bisschen meine Karten drauf. Naja, der Regen war ja jetzt nicht schlecht in ACC. Ja. Er war nicht super geil, aber er war auch nicht schlecht so. Also er macht das Mindeste sozusagen, was der Regen irgendwie machen muss. Er bringt weniger Grip. Genau. Aber es ist leider, das ist dann auch wieder eher so ein Ding, das der aktuellen Patches oder so. Das war in 1.8, 1.7, glaube ich, besser. Ja. Dass der Regen viel schwerer zu fahren war. Und Slicks nicht möglich waren. Und jetzt ist leider, der Slick ist zu früh brauchbar. Ja. Der Regenreifen ist zu lange brauchbar und somit hat man dann diese so eine Überlappung, die irgendwie safe in jeder Hinsicht ist und es nimmt so ein bisschen den kritischen Teil irgendwie raus. Man dreht sich eben nicht einfach weg auf dem Slick oder so und da würde ich mir schon wünschen, dass ACC da weniger tolerant ist sozusagen, ja, dass das Fahren im Regen einfach schwieriger ist, dass wenn man Grip verliert, dann ist er weg. Und das kommt im Spiel leider nicht so gut durch. Ja, es gibt immer zu viel Spielraum. Dann wirklich kann ich jedem nur mal empfehlen, wenn er das möchte, das mal auszuprobieren in iRacing. Das ist wirklich der krasseste Regen, den ich. Also da macht mir das sogar Spaß, weil es sinnvoll ist. Ja. Es ist wirklich sinnvoll. Aber auch Automobilista muss man da auch wieder was lassen. Stimmt, ja. Der Unterschied nass-trocken ist drastisch. Ja.
ich weiß nicht, wie es da sozusagen mit der Ideallinie ist, ob sie dann tatsächlich da rauskommen, wo man langfährt und so. Ja, da fehlt es, glaube ich, so ein bisschen an Dynamik im Vergleich zu iRacing noch. Aber der Unterschied von trocken zu nass im Gripniveau, insbesondere mit dem falschen Reifen, ist extrem. Ja, wenn man sich mal überlegt, Nils, wir leben wirklich in einer so schönen Zeit, ne? Überleg mal, wir sitzen beide hier, philosophieren über diese Dinge. Wir erleben das jeden Tag. Aber jetzt überleg mal in die 90er zurück, als wir Need for Speed gefahren sind. Oder Gran Turismo noch. Grand Prix 3, Grand Prix 4. Ja, das bin ich damals alles nicht gefahren. So, ich habe Gran Turismo 1 noch auf der PlayStation. Mit einem Mitsubishi Galant, wo du damals 1000 PS reindonnern konntest, weißt du? Ja. Und jetzt sitzen wir hier und philosophieren darüber, wo denn der Regen einfach geiler ist, weißt du? Und früher sah es halt aus, als hätte einer Käsewürfel vom Himmel geworfen. Ich glaube, es gab damals schon Grand Prix, ich glaube, es war 3 oder war es 4. Ich kann das nicht mehr auseinanderhalten heute. Ja. Super Geschichte auch wieder. Ich bin nach der Schule, also muss Gymnasium schon gewesen sein, bin ich nach der Schule zum Mediamarkt oder Saturn oder was es damals da war. Ja. Habe mir das neue Grand Prix gekauft, aber damals, ich war noch jung, ja, ich war trotzdem noch jung und bin nach der Schule immer zu meiner Oma zum Essen. Meine Eltern waren arbeiten und dann meine Oma wohnte um die Ecke, die hat dann immer 2-3 Mal die Woche für uns dann quasi Essen da gehabt und so. Dann bin ich halt mit dem Spiel zu meiner Oma, hab's ja eigentlich nicht ausgehalten, ja, hab dann erstmal das Booklet gelesen. Wer macht das heute? Kauft sich einer ein Spiel, macht das Ding auf, liest erstmal den Beipackzettel. Es gibt ja gar keinen Beipackzettel Nein. mehr. Das ist ja alles nicht mehr drin. Aber das ist eine so eine Erinnerung, die ich dann noch habe. Also ich mir erstmal angeguckt habe, was macht das Spiel eigentlich, und da gab es eben auch Regen. Und da war in den Screenshot halt auch schon ja komplizierte Reflexionen quasi in den Pfützen und so. Was dann zwischendurch mal wieder gar nicht mehr gab in manchen Spielen, wo es wieder schwächer wurde sozusagen, weil die keine effizienten Lösungen gefunden haben für die Grafik, das irgendwie zu rendern. Ja. Oder so. Vielleicht müsste ich mir dann auch mal wieder altes Spiel nochmal angucken, wie ist, matcht meine Erinnerung, die ich habe, ja. Ist die eventuell viel besser als wie es tatsächlich war. Schön. Also ich bin leider sehr spät erst eingestiegen. Ich habe meine 20er und meine 10er mit anderen Sachen verbracht. So, ich bin ja jetzt erst wirklich effektiv in Racing eingestiegen. Vor 4 Jahren. Fast 5 Jahre jetzt, ja. Mhm. Aber das ist, also ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht mehr missen. Aber Live for Speed hat eine Rolle gespielt bei dir oder nie? Das haben wir früher in der Tat noch mit der nicht ganz so offiziellen Version. Das ging damals noch. Haben wir erst mit dem Controller mal ausprobiert. Und auch so R-Faktor haben wir mit Controller ausprobiert. Aber nee, also ich war super spät gezündet. Ich habe auch, also so als, ich merke das so als Content-Creator, ich bin wirklich so 10 Jahre einfach nur umhergewandert. So, ich habe wirklich alles mal ausprobiert. So, ich habe Minecraft 1 Jahr gespielt. Ich war mal der größte deutsche Streamer, als ich Minecraft gestreamt habe. Ich habe damals 2014... Ja, 14 war das. Ich habe 2014 1000 Zuschauer gehabt. Das war undenkbar. Das war riesengroß. Da ist das auch am Nagel gehängt. Dann hast du GTA gespielt, EFT gespielt. Und also jetzt so, Simracing ist seit viel. Ich habe noch nie was so lange gemacht. Ja, kannst mal sehen. Und der Witz an der ganzen Sache ist, jetzt mit dem ganzen YouTube-Ding noch dazu, das macht die Sache wieder noch viel interessanter. Weißt du, weil du siehst halt du siehst das alles aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wie bei dir wahrscheinlich, wenn du coachst, so, du siehst Fahren auch aus einem ganz anderen Blickwinkel. Gut möglich, ja. Ja, klar. Das ist einfach nur geil. Ich kann es auch gar nicht erwarten, da endlich wieder einzusteigen hier. Aber heute geht es noch nicht so. Ist morgen erst wieder, weißt du? Schon seit 2 Tagen hier. Samstag bin ich wiedergekommen, ich stand da. Oh, jetzt noch eine Runde fahren. Ich muss noch Wäsche machen, nee. Und da habe ich mir gedacht, okay, morgen. Oh, nee, morgen geht auch nicht. Montag, Aber morgen ist also es endlich wieder soweit. Ich habe noch Pläne im Simracing. Also, einer war das Nordschleife 24er mal fahren. Das haben wir jetzt schon mal gemacht in ACC, aber es kommt jetzt natürlich auch noch ein offizielles über SRO. Nice. Das wollte ich machen. Dann Daytona 24 wollte ich fahren, habe ich dieses Jahr machen können mit den Jungs da von West Competition Racing, die sich da so ein bisschen reingefuchst haben, da konnte ich mitfahren, habe ich das Daytona 24er gehabt.
jetzt fehlen mir noch so andere Klassiker und ich glaube, dazu gehört dann ein Indy 500. Das möchte ich, glaube ich, mal fahren. Und beenden. Ich weiß gar nicht, wann es dran ist. Ich habe immer das iRacing-Schedule nicht so auf dem Schirm. Aber bald. Ja, genau, bald. Da muss ich mal schauen, ob es reinpasst. Das wäre total gut. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Weil eins diese großen Rennen irgendwie gefahren sein. Ich bist weiß du Le Mans schon 24 gefahren? Nee, das müsste ich tatsächlich auch noch machen. Da ist wahrscheinlich Le Mans Ultimate der Kandidat für, denke ich mal. Klar, gibt es auch ein iRacing, aber das ist nicht offiziell. Nee, genau, es ist kein offizielles Rennen, ja. Nee, ich würde auch, glaube ich, das nächste Spiel dafür mitnehmen. Ja? Weil iRacing hatte ich jetzt Daytona. Ich denke, dass es in Le Mans dann so vom Feeling irgendwie vielleicht ähnlich ist, weil gleiches Spiel. Sebring 12 gemacht? Ich finde, unpopular opinion, Sebring ist glorifizierte Buckelpiste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das am Anfang habe ich das auch so gesehen und ich würde das auch mittlerweile immer noch unterschreiben. Dennoch macht sie echt Spaß. Ja, also. Also die letzte. Das wird so zum Charakter hochgeschrieben einer Strecke, aber es ist nur schlechte Pflege. Es ist. Gut, hast du auch recht, ja. Ja, stimmt. Aber schon alleine nur die letzte Kurve, Nils, das ist schon ein Erlebnis. Doch, da ist das Auto so, das ist das, was du so gerne liebst. Da arbeitet das Auto viel, dann kommen die Buckel noch dazu und dann ist so, hui. Nee, stimmt schon alles. Ich weiß nicht, die Strecke hat's mir noch nicht angetan. Ich denke, Le Mans ist auch so ein Klassiker, den man machen kann. Ich glaube, das hat auch mit den langen Geraden halt einfach nochmal ein anderes Flair, weil das sozusagen dieser Wechsel zwischen Entspannung und Spannung, ja, wo du nichts machen musst und wo du dich wieder konzentrieren musst. Und dann fährst du halt 30 Sekunden irgendwie Vollgas geradeaus und musst überlegen, war das schon das Schild oder fuck? Aber dann kannst du es ja sogar mit Hypercar fahren. Genau, das wäre das Ding. Oh, das wird richtig interessant jetzt, weil da ist Verbremsen richtig fatal. Genau, und iRacing hat die natürlich auch, aber ich glaube, dass halt von der Fahrweise und Komplexität kommt, irgendwas ist in Le Mans Ultimate, was feiner ist. Ja, das stimmt, ja. Ja, und deswegen würde ich das da fahren wollen, aber ich habe es jetzt auch seit doch schon einigen Wochen gar nicht mehr angefasst, da müsste ich mal schauen. Ich habe immer die Patch-Notes verfolgt und so und haben viel am Spiel gemacht, aber ich glaube, am Fahren hat sich sozusagen nichts getan und ich warte sozusagen auf den Moment, wo sich in die Richtung ein bisschen was tut und dann schaue ich da nochmal rein. Oder da ein bisschen Feintuning beim Fahren einfach irgendwie reinkommen, dann würde ich mir das auch nochmal näher anschauen oder so. Im Moment juckt es mich aber gerade wieder nicht. Aber ich verfolge es sozusagen. Und sobald sich da was tut, werde ich mir das ansehen. Aber genau, wenn die sozusagen, ich weiß nicht, Le Mans ist noch nicht. Le Mans? Doch, Le Mans ist drin im Spiel. In Le Mans Ultimate? Ja, klar, muss ja. Ja, bei dem Namen können sie sich das ja nicht schenken. Nee. Das wäre ein bisschen wild, wenn das nicht drin wäre. So. Genau, aber es gibt noch keinen Fahrerwechsel oder sowas, ne? Da bin ich gerade nicht so im Bilde, nee. Aber ich glaube, es wäre bekannt, wenn es gäbe. So. Und das Spiel wird dann wieder interessant, wenn man die Möglichkeit hat, da im Team zu fahren. Ja. Ich habe selber wenig Interesse, 3 Stunden in einem Hypercar zu sitzen. Echt? Boah, ich find's zu lang, glaube ich. Ja, du. Ich habe auch eine zu aktive Blase. Ja, das geht bei mir nicht. Das schwitzt doch alles wieder aus. Ja, aber das Spiel ist auch einen Tick entspannter als ACC. Man fährt da nicht so wütend. Nee, ACC ist doch die einzige Sim, die man wütend fährt. Mit Hass. Ja, ist und push. Aber das ist auch geil, ja. Ich bin gefordert. Eine Stunde lang alles raus aus mir. Ich sag's, wie es ist. Nee, jetzt, ne? Ich hab das, früher habe ich das auch echt gefeiert, aber ich sage dir, es ist auch schön, mal ganz entspannt zu machen. Genau. Ich habe das auch beim Daytona genossen. Das ist ja wie tiefenentspannt, quatschen und spulen meine Runden ab und so. Genau. Aber ja, es ist ein komisches anderes Fahren. Ja, es ist definitiv was anderes. Aber das ist auch einfach Geschmackssache so. Was hast du noch auf dem Zettel jetzt so? Denn wir können nach anderthalb Stunden mal die Kurve kriegen und verabreden uns für Folge 2 so, würde ich sagen. Ja. Ich denke, ich Nesca, ganz klar. Nesca ist eine der großen Kategorien im Rennen, die in Europa so ein bisschen wenig rüberkommt. Ja. Was aber, glaube ich, einfach von ein ganz anderes Rennfahren ist, was ich einfach mal gemacht haben möchte. Und ich habe ja auch damals in G2
das betreut, oder ich musste mir zumindest Fahrer suchen, die das machen, und ja, habe es da so ein bisschen verfolgt, und die konnten mir dann natürlich auch viele Details erklären, die das wieder interessant gemacht haben, was man von außen einfach nur Broadcast oder so natürlich wieder nicht mitbekommt. Ja. Also auch wieder die Challenges sind sozusagen unter der Oberfläche. Ja. Und darum, das denke ich, ob es jetzt, ich weiß gar nicht, da sind glaube ich, weil ich glaube, mir ist das Oval egal, dass ich fahre, ja. Ob es ein Short Oval ist, mit wo man viel bremsen muss, oder eins wie Coca, was auch Daytona sowas, nur ja, Flat Out ist, oder Texas oder so, ne? Na, also es gibt ja Talladega und Daytona, ist es Super Speedway, und der Rest ist ja ein bisschen mit Bremsen. Texas ist halt auch leicht bremsen, rollen lassen. Ja, genau, da schaue ich mir dann an. Aber das würde ich auf jeden Fall mal machen. Vielleicht finden wir uns mal im gleichen Grid. Ich habe ja auch wenig I-Rating, und Oval ist, glaube ich, bei 1500 seit Anfang an. Oh, das ist doch aber 1500, ist doch gut. Ja, weil ich nicht gefahren bin. Ach so, okay, gut. Aber du bist schon A, oder wie? Keine Ahnung. Ach so, okay, naja, ist ja egal. Aber das ist so der Moment, wo du eventuell mich mal fragen kannst, ob ich dir helfen kann. Ja! Nehme ich sofort mit. Ich kann dir endlich mal den, wie sagt man denn, die nette Geste zurückgeben. Ja, du, gerne. Wenn du fahren willst, sagst du Bescheid. So, weil ich fahre wirklich sehr viel in NASCAR. Ja, genau. Das mal. Und ich weiß gar nicht, was es noch so große Dinge gibt. Was fehlt im Sim-Racing? Sim. Ja. Bewusst Sim, auch wenn es jetzt mittlerweile F1 Sim Racing heißt. Es fehlt Formel 1 im Sim Racing. Es fehlt. Ja. Es gibt den Mercedes da in iRacing, aber wie gesagt, ich habe sowieso ja grundsätzlich meine Probleme mit iRacing an der Stelle. Ja, ja. Es ist mir alles zu smooth, zu vorsichtig. Ich glaube, die echten Autos werden härter bewegt, und ja, ich glaube, ich setze was drauf, dass vielleicht im nächsten Assetto auch nochmal ein anderes Level an Formel-1-Simulationen drin ist. Ja, einfach cool. Weil die ja bei ihren Autos in der Regel vielfältig sind. Ja. Und vielleicht kriegen sie auch F1 gut abbildet. Es gibt ja schon gute Mods fürs alte AC, aber das Spiel selbst hat einfach Limits. Ja. Was physikalisch eben modelliert wird und was nicht. Und daran scheitern dann eben auch diese schnellen Autos. Da wäre es auf jeden Fall spannend, ob wir nochmal echte Formel-1-Simulationen in der Zukunft sehen. Ich denke, das wird nochmal kommen, ja. Das ist jetzt schon sehr lange ohne, sozusagen. Ja, aber das wächst immer noch, und der Markt wird ja immer interessanter. Je mehr er wächst, desto interessanter wird er. Du denkst, der Markt wächst? Der Markt wächst einfach exorbitant. Okay. Der wächst komisch, exorbitant. Wäre jetzt spannend, aus welcher Perspektive? Sagst du Verkaufszahlen, Zuschauer, oder von wo guckst du? Überall. Also du musst mir überlegen, wir haben jetzt SimMagic, wir haben Conspit, wir haben Moser, VRS zählt jetzt mal dazu. Wir haben also vier große Player, die jetzt öffentlich groß sind, die Sachen herstellen mit Ecosystemen. Die gehen da nicht rein, weil die einfach Spielgeld haben, was sie loswerden wollen. Weil das sind asiatische Firmen, und da geht's um Putter. Mhm. Und Putter muss da kommen. Das heißt, wenn die da reingehen, ist Wachstum vorhanden. Und das nur mal aus dieser Perspektive. Wenn du das aus der Perspektive der Fahrer siehst und das einfach nur mal vergleichst mit, nimm mal einfach eBay Kleinanzeigen. Wie viel Shit verkauft wird, weil Leute upgraden oder weil Leute aufhören, das kannst du ja so gucken, ist ein super großer Schnitt, der upgradet und immer weiter reingeht. Schau dir mal die Hersteller für Sim-Rigs an. Ja, es ist unübersichtlich. Es ist unübersichtlich viel. Und die produzieren keine Sim-Rigs, weil das sind Rohstoffe, die wirklich teuer sind. Nicht, weil die gerade Bock darauf haben, Rohstoffe zu verballern. Also der Markt ist da, der Markt wird immer größer. Die Firmen haben auch immer mehr Marketingbudget. Also das merkt man auch mittlerweile. Viele Hersteller fangen ihre eigenen Rennserien mit an. Es gibt super viel, also gerade auch Autohersteller, die reingehen, Mercedes, Red Bull, BMW, Porsche, das machen die nicht einfach so. Ja, da würde ich sagen, dadurch, dass ich jetzt länger dabei bin, die waren auch alle schon mal 2005 da. Schon mal, ja. Ja, genau, deswegen, ich will sagen, ich will auf diese Wellen hinaus. Natürlich. Natürlich es da Anfang 2000er mal eine Zeit gab, wo das gehypt auf einem geringeren Niveau.
gehypt war. Die Firmen kamen, haben ihr Ding gemacht und dann war das abgefrühstückt und sie sind wieder raus, ja. Und dann gab es, würde ich sagen, eine ganze Weile Pause, das Simracing, ja, unter der Oberfläche vielleicht gewachsen, aber es gab nicht die Aufmerksamkeit, nicht den Hype oder so. Und dann, ich glaube, das nächste Ding war einfach, also Corona hat wirklich viel reingebracht, oder halt anders. Formel 1 hat viel reingebracht, dadurch, dass sie diesen E-Sports gemacht haben. Das darf man nicht unterschätzen. So blöd das Spiel ist vielleicht. So wichtig ist, glaube ich, die Formel 1 insgesamt für Simracing, weil es einfach die Aufmerksamkeit bringt und für viele ist der Einstieg in Simracing vielleicht das offizielle Formel 1 Spiel einfach. Ja, genau. Und ab da erweitert sich der Horizont. Und dann aber einfach Corona hat enorm viel Aufmerksamkeit gebracht und ich würde sagen, wir sind noch so ein bisschen in der Konsolidierung nach Corona, wo viele Leute auch wieder Abstand genommen haben. Also viele gerade von den Älteren oder so, die dann jetzt wieder eben voll im Job sind und nicht mehr zu Hause sind, die das dann wieder lassen zum Beispiel. Das kann ich jetzt gar nicht unterschreiben. Da müsste ich dir wirklich eiskalt widersprechen. Das ist aber gut, weil dann würdest du mir ja meinen Pessimismus so ein bisschen ausräumen. Ey, den Pessimismus solltest du wirklich ablegen. So. Also gerade mit solchen Moves wie beispielsweise, was Jadir und Jimmy Broadbent gerade machen, oder zum Beispiel Tim Heinemann aktuell. Also du kannst wirklich im offiziellen Broadcast beispielsweise von NASCAR sprechen über fucking iRacing. Vor Millionen von Menschen. Ja, und da sind die halt, Amis sind da offener auch, ne? Die sind da nicht so verklemmt. Da sind halt 2-3 Fahrer drin, die von iRacing gekommen sind. Und da schwappt alles über. Und das ist halt, wenn du dir jetzt Tim Heinemann zum Beispiel, ist ein super Beispiel dafür, weil der gerade genau diese Brücke im europäischen Raum, so er schließt die. Und Tim Heinemann ist ja jetzt auch, ich habe ihn letztens in der Dokumentation gesehen, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ich glaube, dass er Spa gefahren auf einem Porsche das war nicht Fassbender, aber es gibt noch eine andere Serie, wo Dempsey. Ja, genau. Die ist auch cool. Ach so, ich hab's ja nicht verfolgt. Ich glaube, das war Patrick Dempsey. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich kann mich auch täuschen. Bitte korrigiert mich dann in den Kommentaren. European Le Mans oder sowas vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Tim Heinemann dort auch mitgefahren. Und das sind halt alles so Brücken, wo Kommentatoren wieder von Simracing sprechen. Und die schwappen alle über. So, und jetzt guck mal. Jetzt nimm mal die ganzen Jungschen, Burschen. Weiß nicht, Niklas Huben, einen Pfeffer oder ein McCormack, die werden alle irgendwann in einem Auto sitzen, sag ich dir jetzt schon. Oh, das weiß ich nicht. Die werden alle in einem Auto sitzen. Wobei, Hube ist schon ein bisschen alt, die werden in einem Auto sitzen. Nee, ich glaube, also da müssten, manche müssten natürlich erstmal diesen Ansporn haben, echter Motorsport und das Ding ist, dass ich glaube, sowohl bei Tim Heinemann als auch bei Laurin Heinrich zum Beispiel. Ja, Laurin Heinrich, ja. Die haben, guck mal. Hi. Die haben ja alle schon auch viel in Motorsport vorher investiert und waren dann auch im Simracing und konnten dann sozusagen diesen Sprung in fast nur noch echtes Auto machen. Ich glaube, die Leute, die ausschließlich Simracing und dann echter Motorsport machen, die werden sich in Grenzen halten. Es sind eher die vorher schon da investiert haben. Tatsächlich, ja. Und dann ist es, also du musst natürlich auch einfach musst auch das Glück haben, dass dir jemand den Vertrag einfach gibt oder den Sponsor findest oder so. Und da gibt es viele, viele PR-Stunts, ja, wo es dann mal so eine kleine Geschichte gibt, wie das jetzt mit Jadir ist vielleicht, ja. Das ist jetzt, ich denke, das ist eine einmalige Geschichte. Dann haben wir das auch wieder abgefrühstückt oder so. Ich weiß nicht, wie lange BMW das durchziehen, also es ist ja gar nicht BMW, es ist ja Bilstein, vor allem, glaube ich, die das mit Broadband und Super GT und Mischa da irgendwie finanzieren. Genau. Es ist ja nicht so, dass es im echten Motorsport einen Mangel an Talent gibt. Nee, aber und dass die rekrutieren würden. Es gibt immer nur den Mangel an Geld. Und das bringen Simracer einfach nicht mit. Wenn du genug Menschen im Rücken hast, die deine... Ja klar, das bleibt die Ausnahme. Einfach. Ja, aber also worauf ich ja hinaus wollte, ist nicht, ob die Leute da hingehen, sondern die anderen kommen ja rüber zu uns. Weil du kannst dir halt Motorsport mal anders angucken. Also du bist halt näher an dem Fahrer oder an dem Team dran. Ne? Schau dir doch jetzt mal einfach, sagen wir einfach mal BS Competition. Du bist jetzt BS Competition Fan, guckst dir
vergleichen wir jetzt mit Mantai, ist natürlich ein sehr großer Vergleich, aber bei Mantai kannst du nicht live im Auto mit dabei sein. Du kannst nicht mit dem Fahrer reden. Und Simracing ist was ja... Was ein großes Versäumnis ist von den Serien, die ja meistens den Riegel vorschieben. Absolut, was ist ja total bescheuert. Ja. So, und an der Stelle schlagen wir ja jetzt hier im Simracing dann die Brücke. Und ich denke schon, dass das ein Banger ist. So. Ja, im Zweifel erfinden wir so ein bisschen die Formate oder Vermarktungsmöglichkeiten, die in echt kommen müssen. Ja. Einfach, um es attraktiver zu machen. Ich meine, guck... Mein Lenkrad wird gereinigt. Ja, dann... dass die auch Möglichkeiten finden, die Onboards zu vermarkten als Ausrichter, weil die haben ja genau das gleiche Problem, wie die Simracing-Ausrichter haben, ja, die ihren Broadcast mit 100 Zuschauern haben und bei Mavic sind es 3000 und dass man die an seine Partner der Serie verkaufen möchte. Ja. Ja, und das, du kennst die Thematik, du hast selber bei VAM mitgewirkt, wir hatten auch darüber gesprochen in der Vergangenheit, wie wir das mit den Partner-Rotatern oder so Geschichten, und das muss in echt dann eben entsprechend auch kommen. Ja. Es gibt die Onboard von Mantai, aber im Gegenzug muss eben der Ausrichter seine Sponsoren da unterbringen, dass die Sponsoren sagen, ja, da gehen wir mit. Ja. Wir brauchen nicht nur den Broadcast, wir wollen auch den POV-Feed. Ja. Und wir wollen den Leuten mehr anbieten. Weil es spricht inhaltlich ja nichts dagegen, sondern es ist nur rechte Streitereien und in wessen Tasche wird gearbeitet. Und da müssen sie, glaube ich, den Motorsport, der muss da innovieren, damit er relevant bleibt für Zuschauer. Ja, das Einzige, was als Zuschauersport funktioniert da ist, ist, glaube ich, Formel 1. Alles andere ist beinahe irrelevant. NASCAR. Bagger, das ja. Also das, ohne Scheiß, das ist richtig crazy. Also Amis, ja, wie die dir Sport verkaufen, das ist ein ganz anderes Level. Genau, aber trotzdem von der ganzen Bandbreite, was es im Rennsport gibt, ist relativ wenig relevant für große Schulungen. Ja, absolut, da gebe ich dir recht, ja. Also wenn mehr wie NASCAR wäre von der Präsentation, was Daten angeht, du kannst halt auf der Homepage, du musst leider Amerikaner sein dafür, größtenteils, du kannst ja erstmal da an der Fantasy-Liga mitspielen, dann siehst du die komplette fucking Telemetrie von jedem Auto, zu jeder Zeit, alles mögliche an Daten noch dazu, das ist komplett Banane. Ja, das ist ja so, muss es ja Banane eigentlich sein. Aber da hast du, ja, weiß ich nicht, da könnten die ganzen GT-Rennserien, die können davor weggehen, die haben da weniger heikles Material sozusagen, in Formel 1 wirst du das nicht sehen. Nee. Gehen die Teams auf die Barrikaden. Das stimmt, ja. Ja, mal sehen, ob die da aufwachen. Ne? Oder ob die Leute, die das da verantworten, nicht zu verschlossen sind im Kopf. Aber verschlossen ist ein Stichwort jetzt. Wir sind bei einer Stunde und 41. Normalerweise. Und wir haben noch gar nichts gesagt. Und wir haben noch nichts erzählt. Ich würde mich sehr gerne, jetzt, wenn du da Lust drauf hast, auf eine zweite Folge mit dir verabreden. Zweite, dritte, vierte, immer. Und wöchentlicher Podcast. Okay, was willst du denn? Willst du noch einen neuen Hut aufsetzen, ja? Ja. Okay, ich verstehe, ja. Also ich würde sehr gerne mit dir, Nils, nochmal einfach so bei einem Bierchen, du bei einem alkoholfreien Bierchen. Du wohnst ja gar nicht mehr so weit weg. Ich bin ja jetzt in Frankfurt. Ja. Also es ist bedeutend näher als Berlin. Vielleicht machen wir es vor Ort. Ja, das wäre sogar eine gute Idee. Spitzenmäßig. Das behalten wir. Darüber schreiben wir mal, Nils. Okay. Darüber schreiben wir mal, das wäre gar keine schlechte Idee. Zum NASCAR-Rennen und dann gucken wir das zusammen live, oder wie auch immer. Du fährst NASCAR und wir nehmen dann einen Podcast auf dem Sofa auf. Nils, das ist eine sehr schöne Idee, da sollten wir drüber sprechen. Dann das haben wir schon einen Cliffhanger. Das ist eine gute Idee, ja. Nils, danke schön, dass du heute da warst und deine Zeit geteilt hast mit mir. Und auch sehr gern, ebenso. Dein Wissen, auch wenn es heute wirklich, sag ich mal, oberflächlich war, was wir so besprochen haben. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne noch eine weitere Folge mit Nils haben möchtet. Und was ihr eigentlich gerne mal von Nils hören wollen würdet. Weil der ist wirklich in einem Alter, der bringt so viel Erfahrung mit, wie ihr seht. Der hat wirklich von allem Dunst und kann sich auch ausnahmsweise mal gewählt ausdrücken. Da stellt man eine Frage und wird auch eine halbe Stunde mal unterhalten. Nicht? Das ist hier nicht so ein Selbstgespräch-Interview gewesen. Das war schon wirklich sehr, sehr schön, dass wir kein Interview geführt haben jetzt. Ja, das ist auch zu trocken. Ist auch schön, dass wir hatten ja auch keine Agenda. Ich glaube, du hattest bestimmt so ein paar grobe Fragen irgendwo aufgeschrieben, falls du was brauchst. Aber wir haben uns ja hier
nicht durchgehangelt, sondern flossen sind wir durch den Podcast. Das ist echt geil, ne? Wenn man Menschen so in seinem Alter findet, die auch noch so dieselben Interessen hat, da kann man einfach. Weißt du schon, wie wir nicht aufhören können? Ja. Es hört nicht auf. Nils, ich muss jetzt schließen. Du darfst jetzt gerne, auch das wollte ich dir schon ein bisschen früher sagen, aber du hast jetzt noch die Möglichkeit und da bist du ein versierter Mensch. Ich gebe dir die letzten Minuten und du kannst für alles Werbung machen, was du möchtest. Und vergiss bitte nicht, dich selber auch anzupreisen, dass Menschen dir folgen. Ich bin jetzt an der Stelle raus, schließe ab und übergebe Nils den Schlussmoment. Dann danke für die Bühne auf jeden Fall. Ich glaube, die Leute, die mich am engsten begleitet haben in den letzten Jahren, sind erstmal allen voran Florian Hasper mit BS Competition, der ja auch noch VCO betreibt im Hintergrund, also eine treibende Kraft im Simracing, der viel bewegt hat. Viel erreicht hat, auch großartige Competitions macht und die Szene einfach füttert. Das muss, glaube ich, zuerst mal genannt werden. Dann, ich persönlich würde sagen, da ist LFM muss genannt werden mit allen Leuten, die beteiligt sind, die die ACC so, wie es gespielt wird, möglich machen. Die ACC die Größe verleihen, die allen Content-Creatern drumherum überhaupt nur das, ja, den Grund geben, das zu machen, die Möglichkeit bereitstellen, Content Creator in der Form so zu sein. Das wäre ohne LFM nicht möglich. Trotzdem muss man auch sagen, dass es da SimGrid und David Perrell gibt, noch andere Leute, die in diese Szene investieren, die jetzt vielleicht im deutschen Raum nicht so präsent sind, die aber international da viel tun. Und wir haben auch mit CDA ja auf unserer eigenen Plattform eine Partnerschaft, für die ich sehr dankbar bin, weil da Eyeballs zu Popometer kommen, wo wir versuchen, nochmal was in die Simracing-Szene auch zurückzugeben, nämlich, dass man sich da eben verbessern kann. Ich habe es am Anfang des Podcasts einmal kurz vorgestellt. Könnt ihr nochmal zurückspulen und nochmal gucken im Zweifel. Und dann, ja, danke auch für, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die schon sehr lange mit dem gleichen Team in ACC unterwegs sind. Also da danke an Arthur, Gregor, Philippa, die es mit mir aushalten, die immer das Auto auf die Beine stellen und mit uns oder mit mir gute Rennen fahren. Den muss man da Danke sagen und dann vielleicht, doch, das kann ich auch hier jetzt einfach mal so kundtun. Ich danke mich auch schon mal vorab bei Case King für die kommende Partnerschaft, die ich haben werde. Das die, Video kommt morgen raus. Aber die auch als sag mal, relevante große Brand in dem Simracing jetzt auch was geben, die als Partner aktiv sind, die als Hardware-Vertreiber aktiv sind und das sind alles wichtige und gute Entwicklungen, die meinem Pessimismus, den ich vorhin erwähnt hatte, auf jeden Fall aktiv entgegenwirken. Darum danke an alle, die ich gerade genannt habe und an alle, die ich wahrscheinlich vergessen habe. Vielleicht noch an meinen Kumpel, den ich überreden konnte, Popometer überhaupt zu bauen, der da extrem viel Zeit reingesteckt hat und, glaube ich, was sehr Gutes auf die Beine gestellt hat und noch vieles weiteres, was ich ihm abverlangen werde. So, das war's. Danke euch fürs Zuschauen. Ciao, Kakao, bis zum nächsten Mal.